Einen recht schönen guten Abend, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu der heutigen Veranstaltung hier in Oldenburg im Art Café. Politik, das habe ich mir ganz anders vorgestellt. Mein Name ist René Steinhoff von der Stiftung Leben und Umwelt. Das ist die Heinrich-Böll-Stiftung hier in Niedersachsen. Wir veranstalten diesen Abend hier in Kooperation mit unseren Bremer Kollegen und Kolleginnen, von denen heute aber leider niemand anwesend sein kann. Ich soll Ihnen aber allen einen herzlichen Gruß ausrichten. Persönliche Einsichten in ein System. Die Veranstaltung heute Abend, die Gästinnen begrüße ich gleich noch sehr herzlich, ist oder findet statt im Rahmen eines sogenannten Verbundprojektes. Das Verbundprojekt ist Update für Demokratie, gut vertreten, und ist eines unserer Hauptthemen, das wir gemeinsam mit allen anderen Kollegen und Kolleginnen der Heinrich-Böll-Stiftung in den 16 Bundesländern und auch in der Bundesstiftung veranstalten. Wir suchen uns jeweils für 2 bis 3 Jahre ein Schwerpunktthema, zu dem wir dann ein oder mehrere Veranstaltungen pro Landesstiftung anbieten. Und vor gut einem Jahr haben wir uns entschieden, uns dem Thema Demokratie und dem System der Parteien, der Partizipation, der Beteiligung in unserem Land zuzuwenden. Gut vertreten. Update für Demokratie. Ich begrüße dazu hier heute Abend 2 Politikerinnen und eine Politikwissenschaftlerin. Susanne Gaschke, den meisten sicher aus Film, Fernsehen und Zeitungen bekannt. Ehemals Journalistin bei der Zeit, hatte sich dann entschieden, in die Politik zu gehen und wird uns darüber heute Abend einiges berichten aus dem Kieler Politikgeschehen. Susanne Menge, ich glaube Oldenburgerin, ne? Du bist Oldenburgerin. Susanne Menge, Abgeordnete für die Grünen im Niedersächsischen Landtag, hat ebenfalls aus dem Politikgeschäft eine Menge beizutragen und wird Gutes und vielleicht auch ein bisschen Problematisches zu berichten haben. Wir haben uns dann gedacht, dass wir noch eine, die damit in der Wissenschaft zu tun hat, dazu bitten. Und da ist uns Professor Dr. Silke Bodfeld sehr empfohlen worden. Ich begrüße Sie alle 3 recht herzlich hier heute Abend. Einen kleinen Applaus ist das vielleicht wert. Und da wir die 3 Damen hier nicht alleine sitzen lassen wollten, haben wir einen professionellen Moderator hier aus Oldenburg gewinnen können, den Abend mit uns zu gestalten. Herr Snitja, ich begrüße auch Sie sehr herzlich und nach einem nochmaligen herzlichen Dankeschön an Sie, dass Sie hierher gekommen sind und unseren Abend hier mit uns begehen wollen, gebe ich das Mikrofon weiter an Sie. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Steinhoff. Ja, zum Ablauf des Abends. Wir hätten theoretisch bis 21 Uhr Zeit. Das müssen wir nicht ausfüllen, aber so viel Zeit haben wir nun mal. Und ich hatte mir Folgendes gedacht. Wir haben ja hier 3 Expertinnen auf dem Podium und die sollen nun erstmal eigentlich das erzählen, was sie mitgebracht haben. Also wir werden uns hier zu 4 gleich unterhalten. Ich denke, das ist angebracht, denn diese beiden Politikerinnen und die Politikwissenschaftlerin, nein, halt, ich fange mal anders an, die beiden Politikerinnen kennen sozusagen das, was wir alle von außen sehen als Zirkus oder als Raumschiff. Das kennen die von innen und ich finde es interessant, wenn da ein paar Eindrücke mal vermittelt werden können. Aus dem Nähkästchen plaudern klingt sehr harmlos, vielleicht ist es ja in Wirklichkeit viel spannender. Und eine Politikwissenschaftlerin kann natürlich uns erzählen, wie man aus Sicht der Wissenschaft auf dieses Thema guckt. Sie sind ja alle gekommen, ich denke mal, weil oben drüber steht Politik. Das habe ich mir ganz anders vorgestellt und möglicherweise trägt sich ja auch der oder die eine oder andere hier im Raum mit dem Gedanken, vielleicht mal den Schritt zu machen
und selbst an der Politik mitzuwirken. Also das könnte heute Abend vielleicht so eine Gelegenheit sein, sich zu überlegen, ob das gut ist oder ob das eher beängstigend ist. Ja, also in der zweiten Hälfte der Veranstaltung jedenfalls, ich denke, wenn wir hier genug gesagt haben, dann dürfen Sie alle eben auch Ihre Fragen stellen. Sie können sich ja zwischendurch mal welche überlegen. Irgendwo nach einer gewissen Zeit fange ich dann an, das sage ich Ihnen aber auch, Wortmeldungen anzunehmen und dann dürfen Sie sich in das Gespräch einschalten. Ich würde gerne, wie gesagt, hier anfangen mit dem Podium und Frau Buttfeld wäre meine erste Gesprächspartnerin. Sie selbst sind keine Politikerin. Haben Sie mal mit dem Gedanken gespielt? Nein, niemals. Sie gucken wissenschaftlich drauf und da ist eben die Frage an Sie, das, was heute hier Thema ist, das, was als Überschrift drüber steht, ist das Thema in dem Fachbereich oder in der Professur, in der Sie tätig sind? Ja, natürlich. Das ist ein ganz, ganz wichtiges und starkes Thema in der Politikwissenschaft und es ist auch nicht mehr so wie vor 10, 15, 20 Jahren, als ich selber studiert habe, als man damit so einen kleinen Randbereich besetzt hat, sondern heute ist die Beschäftigung mit Gleichstellung nicht nur in der Politik, sondern natürlich auch in der Wirtschaft in der Mitte angekommen. Nicht nur in der Mitte der Gesellschaft, was gut ist, sondern auch in der Mitte der Politikwissenschaften. Und heute ist das eben gar nicht mehr verdächtig, wenn man sich mit dem Thema Frau Macht, Politik beschäftigt. Vielleicht ganz kurz zum Hintergrund. Ich finde einfach die Beschäftigung mit diesem Bereich so interessant, nicht einfach aus einer Gender-Perspektive, natürlich auch aus einem Impetus. Das hat was mit Gerechtigkeit, mit Demokratieverständnis zu tun. Ich glaube, da kann man sich ganz schnell drüber einig werden. Aber das, was mich eben dazu gebracht hat, mich mit Politik wissenschaftlich zu beschäftigen und eben nicht selber praktisch politisch tätig zu werden, das ist einfach die Neugier oder das Interesse an diesem Begriff der Macht, weil man das in allen sozialen Beziehungen, in unserer Kultur, auf der Straße, in den Gremien, in den Organisationen eigentlich überall antrifft. Es sind Machtverhältnisse, die da wirken. Und ich habe meine alten Dozentinnen und Professorinnen im Ohr, die mir einfach beigebracht haben und die mir dann immer wieder die Frage gestellt haben, wo ist da die Macht? Das heißt, das hat bei uns damals eine ganz große Rolle gespielt. Und ich glaube, dass dieses Thema Macht, wie die zum Tragen kommt, wie die sich äußert, natürlich einmal für das Geschlechterverhältnis eine Rolle spielt, aber nicht nur, sondern eigentlich in allen sozialen Beziehungen. Und wir sehen, dass sich diese Beziehungen verändern und dass sich dadurch natürlich auch die Machtstrukturen verändern und auch die Art und Weise, wie Macht wahrgenommen wird, wie Macht ausgefüllt wird. Und ich kann gut verstehen, dass sich immer noch ganz viele junge Leute dafür entschließen, Politikwissenschaften zu studieren, weil diese Kategorie Macht, auch wenn wir heute den Eindruck haben, wir sind viel informierter, wir sind viel mehr dabei, wir können, haben andere Formen der Partizipation, wir sind aufgeklärter, können sehr viel kritischer gucken, was entschieden wird, so denke ich doch, dass gerade dieser wissenschaftlich fundierte und aufgeklärte Blick auf Strukturen und Institutionen einfach da nochmal einen ganz wichtigen Blick öffnet. Und vielleicht noch kurz dazu, ich beschäftige mich mit dieser praktischen Variante der Politikwissenschaft. Ich unterrichte an einem Studiengang Politikmanagement, heißt das. Das heißt, wir bilden da Leute aus, die selber schon einen Fuß in der Politik haben, sich dafür interessieren, vielleicht mehrheitlich ehrenamtlich aktiv sind und sich eben auch dafür interessieren, wie komme ich eigentlich in das politische Geschäft und was gehört eigentlich dazu. Also auch ganz praktisch den Weg in die Politik oder in die Bereiche um die Politik herum suchen. Und das ist eigentlich eine sehr schöne Aufgabe. Das heißt, wenn Sie jetzt gleich Geschichten mit uns zusammen hören, von den beiden Politikerinnen, die hier sitzen, dann könnten Sie eventuell auch als Coach tätig werden und sagen, so hätte man es richtig gemacht? Also ich glaube, als Coach bin ich nicht ausgebildet, weil ich habe da einen großen Respekt vor dieser Tätigkeit. Da gehört noch mehr dazu, da gehören natürlich psychologische Kenntnisse dazu und Fähigkeiten. Ich denke, ich würde eher sagen, ich könnte Politikberatung betreiben in diese Richtung. Ich müsste mich da noch weiter spezialisieren, aber es ist eigentlich eine ganz gute Idee. Ja. Eine Frage noch an Sie. Sie hatten das eben schon erwähnt. Genderspezifisch kann man diese Frage natürlich stellen nach der Macht. Wo sitzt die und wie sieht die aus? Als Sie das Thema des heutigen Abends zum ersten Mal gehört oder gesehen haben, hatten Sie da gleich sozusagen Gender-Material im Kopf oder ist das eher später mit der Beschäftigung mit den Veranstaltern zum Beispiel dahin gekommen? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Erst habe ich gedacht, jawohl. Ich habe natürlich auch die Geschehnisse in Kiel verfolgt. Ich bin selber Schleswig-Holstein.
Ich bin sozusagen auch mit der politischen Kultur in Schleswig-Holstein groß geworden und deswegen war es mir auch immer sehr naheliegend, da so ein bisschen zu gucken, wie sich das entwickelt. Und ich habe eben in meiner politischen Sozialisation, auch was Parteipolitik anbelangt, habe ich natürlich da jede Wendung auch mitgemacht, von daher bin ich da nicht unvorbelastet. Erst habe ich gedacht, es ist ein Gender-Thema, dann habe ich gedacht, es ist nicht nur ein Gender-Thema und jetzt denke ich, es ist auf alle Fälle auch ein Gender-Thema. Gut, dann werden wir es heute auch so behandeln. Vielen Dank dafür erstmal. Frau Menge, Sie sind seit ungefähr einem Jahr im Landtag, habe ich mir angelesen. Ich bin da nicht so auf dem Laufenden gewesen, muss ich mir wirklich mal ankreiden. Sie haben aber vorher auch schon Politik gemacht auf örtlicher Ebene, im Kreistag Ammerland, in Oldenburg, in Bad Zwischenahn. Und wann hat es angefangen? An welcher Stelle haben Sie sich entschlossen, dass Sie in der Politik irgendetwas mitmachen wollen? Ich glaube, ich habe eine klassische Karriere, die beginnt mit der Schülersprecherin und bewegt sich dann immer weiter so durch die Gremien. Nein, so ganz ist es nicht gewesen. Ich habe als Schülersprecherin Grenzen entdeckt, was Möglichkeiten betrifft, etwas zu verändern. Habe dann gedacht, dann musst du in den Gemeinderat, damit man was bewegen kann, mit sehr viel Zurückhaltung. Und im Stadtrat Oldenburg ist das dann schon eine etwas andere Dimension gewesen. Und ich habe mich vor 2 Jahren entschlossen, für den Landtag zu kandidieren, weil ich finde, nach der Erfahrung, die ich gesammelt habe und nach den Auseinandersetzungen, die ich geführt habe, dass es gut ist, in diesen Apparat mal genauer reinzugucken und dass es auch gut sein kann, denjenigen, die eigentlich dafür sorgen, dass es auch verknöcherte Strukturen sind, etwas genauer auf die Finger zu gucken und auch vielleicht andere Gespräche mit anderen Ideen daran zu gehen. Und das gilt auch für heute so, ja. Ich gehe noch mal zurück zu der Schülersprecherin. Haben Sie irgendein Vorbild, eine Anregung aus der Familie, was die Eltern oder so gehabt, warum Sie sich engagiert haben? An irgendeiner Stelle muss man ja die Entscheidung treffen und sagen, da schmeiße ich mich jetzt in die Bresche. Also mein Großvater war im Heimatverein, aber ich glaube nicht, dass das unbedingt die klassische Vorbereitung für den Schülersprecherposten war. Das Entscheidende ist die Reformpolitik unter der SPD gewesen, die mich auch politisch sehr geprägt hat. Das Entscheidende ist gewesen, dass der damalige Kultusminister von Oertzen eine Idee hatte von schulischer Bildung und von Ausbildung an den Universitäten, die mich sehr überzeugt hat. Ich muss dazu sagen, dass wir in der Oberstufe mit dieser Veränderung in der Politik andere Lehrkräfte hatten. Das waren andere Typen, das waren andere Persönlichkeiten, die gesellschaftliche Zustände angesprochen haben. Das war eine völlig andere Auseinandersetzung gewesen ab der Oberstufe, als ich sie in den Klassen vorher kannte. Und ich glaube, das ist mitentscheidend gewesen. Da waren Sie motiviert und haben sich in die Bresche geworfen. Gab es da irgendwann sofort die Erkenntnis, Mensch, da kriege ich auch Gegenwind? Ja, es dauerte ja nicht lange, dass die damalige sozialliberale Koalition in Niedersachsen abgewählt wurde und Herr Albrecht Ministerpräsident wurde. Und das Erste, was passierte, war, die in meinen Augen auch heute noch sehr fortschrittliche Bildungspolitik sofort wieder zurückzufahren. Das fing an mit einer Idee von Lehrerausbildung. Ich bin ausgebildete Lehrerin. Diese Lehrerausbildung hat in 3 Schulen in Niedersachsen einen Reformgedanken gehabt. Der Reformgedanke hieß einphasige Lehrerausbildung. Und mit dieser Idee von Lehrerausbildung bin ich auch ausgebildet worden. Das ist alles zurückgefahren worden. Wir haben wieder die klassische zweiphasige Ausbildung. Wir haben das erste Staatsexamen, wir haben dann das zweite Staatsexamen. Wohl der Universität und wohl den Studierenden, die die Möglichkeit haben, in diesen Praxisbezug zu kommen und Professoren zu haben oder Professorinnen, um diesen Praxisbezug zu bekommen. Das ist aber heute eher ein Kampf, der den Universitäten überlassen bleibt und von Studieninstituten spreche ich jetzt erstmal nicht. Was ich da jetzt so raushöre, ist, Sie haben ein Ideal, ein Ziel verfolgt und haben versucht, dort etwas zu bewegen, wahrscheinlich nicht alleine, sondern in Gesellschaft mit einer Partei und dann ist das erstmal nicht erfolgreich gewesen. Also es gab schon da das Gefühl, die Idee kann noch so gut sein, sie wird nicht von allen getragen. Ja, es ist ja auch eine Zeit gewesen des Wechsels in der SPD. Willy Brandt war
Bundeskanzler und hat natürlich etwas ganz Besonderes in diese Gesellschaft getragen. Dass der Wechsel mit Helmut Schmidt, der NATO-Doppelbeschluss, die Atomkraftwerke, überhaupt die Atompolitik dieser Bundesregierung, das ist natürlich, als ich jung war und mein Abitur machte oder gemacht hatte und studieren wollte, das hat natürlich auch mein Leben geprägt und damit auch die Politisierung nochmal wieder ein Stück weit verstärkt. Es ging ja ständig um Auseinandersetzungen, wenn man demonstrierte, wie agiert der Verfassungsschutz. Es ging darum, wie kriegt man sinnvolle und wichtige Aktionen in die politische Diskussion. Viele wissen das vielleicht gar nicht mehr, aber es gab ja früher mal diese sogenannten Elefantenrunden im Fernsehen. Es ist Willy Brandt gewesen, der damals gesagt hat, ich möchte mal hören, was diese Partei zu sagen hat, die überall gewählt wird. Das war geprägt von CDU, CSU und auf der anderen Seite SPD und FDP. Und in diesem Klima bin ich sozialisiert worden. Vielen Dank. Frau Gaschke, Frau Menge ist ja schon so sehr lange bei den Grünen. Also ich habe mal kurz nachgerechnet, das war noch die Zeit von Waltraud Schoppe und Gerd Janssen, als Sie bei den Grünen angefangen haben mitzumachen. Also die erste Besetzung noch im Bundestag sozusagen. Da, zu der Zeit haben Sie angefangen bei den Grünen. Sie haben selber sich offenbar in die aktive Politik sehr viel später eingeschaltet in Ihrem Leben. Also Sie sind nicht durch diese Parteimühle gegangen, oder sehe ich das verkehrt? Naja, ich bin auch seit mehr als 25 Jahren jetzt Mitglied der SPD, ein bisschen gerade verglichen, also ähnliche, ich war auch Schülersprecherin, also offenbar gibt es ja so einen Typus, der sich dann irgendwann verantwortlich fühlt und sei es dafür, dass die Fäden noch funktionieren oder was auch immer, einfach so eine gewisse Freude am Machen. Ich habe auch viel Hochschulpolitik gemacht, war AStA-Vorsitzende an der Universität Kiel und bin dann aber Journalistin geworden und dann war natürlich klar, dass sozusagen man da eine aktive politische Rolle nicht gut spielen kann. Ich kannte also sozusagen meine Partei in Kiel immer gut, aber mehr, weil tatsächlich mein Ehemann da der Bundestagsabgeordnete ist und ich dann, also so mehr so von der Ebene, man trifft sich mal beim Grillfest im Schrebergarten. Also ich kannte die Akteure dort eigentlich ganz gut, auch die Konflikte, die Geschichte von Konflikten vor Ort, aber sozusagen bin selber da nicht involviert gewesen. Ich war dann 15 Jahre lang bei der Zeit in Hamburg Politikredakteurin und das war, glaube ich, dann so einer der, also habe also Politik natürlich beobachtet und beschrieben, bin dann hinterher jetzt, als das in Kiel schiefgegangen war, tausendmal gefragt worden, hättest du das als Journalistin nicht alles wissen müssen? Und das ist so eine Erkenntnis, nee, hätte ich nicht, weil man ist als Akteur, als Handelnde in der Situation in einer ganz anderen Lage als Journalistin, die drauf guckt. Also als Handelnde sind sie wirklich die Labormaus im Labyrinth und es kommt von links und rechts und von oben und unten was. Und sie müssen ständig reagieren auf unvorhergesehene Dinge, während der Journalist, die Journalistin drauf guckt und sagt, naja, oh Maus, also da bist du aber doof abgebogen. Und das ist einfach ganz was anderes. Also man ist nicht unbegrenzt vorbereitet. Ich hatte immer oder zunehmend ein bisschen Bauchschmerzen mit dem politischen Journalismus. Das sehe ich auch insgesamt als ein bundesweit kritisches Thema im Moment. Also eine gewisse Abgeschottetheit eben gerade nicht nur der politischen Klasse, sondern auch des politischen Journalismus, der damit verwoben ist. Ein großes, wie soll ich sagen, Sendungsbewusstsein und Schiedsrichtertum bei den zumindest Alpha-Journalisten, was es den politisch Aktiven sehr, sehr schwer macht zum Teil. Und dieses Gefühl hatte sich bei mir irgendwie immer mehr angereichert. Also wir mit unseren Haltungsnoten hier und unserem Daumen rauf, Daumen runter, also verhindern wir nicht eigentlich, dass überhaupt mutige, auch innovative Politik mal gemacht werden kann. Und der zweite Punkt bei mir war dann, ich wollte ja nicht Bürgermeisterin in Oldenburg werden. Auch wenn das zweifelsohne eine wunderschöne Stadt ist, sondern es war eben meine Heimatstadt Kiel, wo der Posten frei wurde, wo mein Amtsvorgänger Thorsten Eibig Ministerpräsident wurde, wo es keine offensichtliche andere Kandidatin oder einen anderen Kandidaten gab, sondern man stand so ein bisschen ratlos rum und da dachte ich, Mensch, du kennst die Partei seit 25 Jahren, du hast so dieses wachsende Gefühl, jetzt wäre es vielleicht besser, mal selber Verantwortung zu übernehmen, als immer nur Haltungsnoten zu geben und dann bin ich halt gesprungen. Sie waren also schon lange dabei, aber die Ernüchterung ist erst mit dem Oberbürgermeisterinnenposten gekommen. Ja, weil in der Tat ist ja auch nochmal eine sehr interessante Erkenntnis, also man als Journalist doch immer sehr von außen guckt. Die Leute können Ihnen noch so gut erzählen oder erklären, was Sie da machen. Es ist ganz was anderes, diese Zwänge, diese Abhängigkeiten selbst zu erleben. Ich habe auch diese Menschen dort, also gerade aus meiner eigenen, der SPD-Fraktion, eigentlich alle einzeln gekannt, aber ich habe völlig unterschätzt, wie die als Gruppe zum Beispiel agieren.
Und ich habe bei der Kommunalpolitik, ich habe eigentlich immer Politik so gegen die Redaktionskollegen so ein bisschen verteidigt und gesagt, das könnt ihr nicht so pauschal sehen und nicht immer alle über einen Kamm scheren, bitte. Und so, das tue ich jetzt auch nicht. Aber die Dinge, die ich in Kiel gesehen habe, die legen doch nahe, dass gerade in der Kommunalpolitik, also Vorteilsnahme eine ständige Versuchung ist, weil die Vorteile so nahe liegen und weil es auch keiner mitkriegt, weil nämlich ziemlich viel doch unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet. Und auch für die, und das hat mich gewundert, sozusagen auch für die Journalisten vor Ort, die eigentlich zum Beispiel die Rathausberichterstattung machen, die Abläufe, die politischen Prozesse, die unheimlich komplex sind. Sie haben ja eine Themenbreite, auch als Oberbürgermeisterin, die irrewitzig ist, ja fast wie Präsident. Also nicht? Das wird von Ihnen erwartet, dass Sie jedenfalls ansatzweise, also sowohl Ahnung von Energieversorgung haben, wie von Kinderkrippen, von Industrieansiedlungen, wie von Gewerbesteuerrecht. Damit hatte ich ja besondere Probleme. Also das ist ein ganz komplexer Aushandlungsprozess und eigentlich auch für die Berichterstatter eine Blackbox. Also die lesen Ratsbeschlüsse und die verfolgen Ratsdebatten, aber was sozusagen intern passiert, um aus den Ankündigungen, um aus den Spiegelstrichpapieren konkret zu machen, dass sich in der Wirklichkeit mit den Kita-Öffnungszeiten was ändert, das ist offenbar ganz, das, man muss es gesehen haben. Ja, Frau Botfeld, sind das zwei typische Biografien für Einsteiger, Einsteigerinnen in diesem Fall? Ja, da würde ich ganz klar sagen, ja, also ich denke, eine bestimmte Affinität zur Parteipolitik gehört sicherlich dazu, beides langjährige Parteimitglieder, das ist sicherlich ein Einstieg. Auch so dieses Engagement in der Schule oder dann später im Studium, bei unseren Studierenden kommen noch ganz viele andere Ehrenämter auch dazu. Also diese Vielfalt ist groß, ich will nicht sagen, man professionalisiert sich, aber man lernt schon ein Stück weit, wie soziale Prozesse, wie politische Prozesse funktionieren und man bekommt ein Gespür dafür. Was ich stelle das bei meinen Studierenden fest, aber ich stelle das auch hier fest und ich glaube, es ist allgemein auch ganz relevant. Es muss auch, oder in der Regel ist, nicht überall, nicht immer, aber das ist sicherlich ein wichtiges Moment, auch dieser Wunsch da, was beizutragen und was zurückzugeben. Also zu erkennen, wir leben in einem demokratischen System, wir haben einen leistungsfähigen Sozialstaat, wir haben sehr viele Sachen, die uns zur Verfügung gestellt werden. Ich will mitgestalten, ich möchte mich daran beteiligen, ich möchte nicht nur mitmachen und bestimmen, sondern dieses Prinzip Verantwortung ist sicherlich da ein ganz wichtiges Moment. Und das ist erstmal eine Sache, die, vor der ich sehr großen Respekt habe, was auch irgendwie, wenn man den Schritt denn macht, auch Mut erfordert, weil man sich dann natürlich genau in diese Mühle begibt, wo denn Sachen auch verhandelt werden. Aber wir sind jetzt noch nicht beim politischen System. Ja, aber da kommen wir gleich hin. Also wenn man dann den Kopf aus dem Fenster streckt und sagt, ich mache jetzt mit und ich zeige Flagge und ich möchte mitgestalten, dann kommen auch erste Rückschläge. Ich denke, das hören wir jetzt gleich mal. Aber können Sie aus dem wissenschaftlichen Blick heraus sagen, ob es so eine typische Ebene gibt, wo das einsetzt, wo die harten Bandagen aufgefahren werden? Ja, ich denke, da, wo man anfängt zu kandidieren, sei es im Gemeinderat, also ich würde mal vermuten, das fängt schon auf der untersten Ebene an. Sie haben mich eben eingangs gefragt, ob ich jemals in Versuchung war, in die Politik zu gehen. Da habe ich ja spontan Nein gesagt, das ist auch so. Ich komme selber aus einem sozialdemokratischen Elternhaus. Meine Mutter ist Gewerkschaftsfunktionärin gewesen, mein Vater Gemeinderat und Betriebsrat. Also es sind beides zwei Personen, die sich immer sehr aus dem Fenster gelehnt haben. Was war das ein Thema bei uns am Abendbrottisch? Da habe ich nur gedacht, nein, danke. Oder zumindest ist das das, was sich mir aufgedrängt hat. Und da habe ich schon sehr frühzeitig gelernt, dass eben sobald es um etwas geht, weil Sie kandidieren, Sie gehen in einen politischen Wettbewerb. Und sei es, dass sie auch dazu aufgefordert werden, aber diese Situation ist einfach da. Es ist ein Wettbewerb und das ist da, wo dann eben auch die Machtstrukturen zum Tragen kommen. Und da kann man sozusagen noch ganz viele Argumente dann noch anknüpfen. Aber da geht es los. Ich denke wirklich auf der untersten Ebene. Und auch wer im AStA tätig ist, schon in der Hochschule, da fängt es eigentlich an, dass man auch so ein bisschen guckt, wer läuft wo. Und wie wird da eigentlich argumentiert? Wer setzt sich durch? Ich glaube, das ist ein gutes Übungsfeld auch für junge Leute. Mhm. Frau Menge, wie haben Sie das erlebt? An welcher Stelle haben Sie mal den Kopf hängen lassen kurzzeitig und gedacht, ach, so fühlt sich das an? Bei der Kandidatur, in der Tat, bei der Kandidatur für den Landtag. Also jetzt nicht als AStA-Sprecherin oder so, sondern da ging es wirklich schon um die Politik auf Landesebene. Ja gut, vorher sind Erfahrungen da, dass man an Grenzen stößt, dass man an
Mechanismen sich reibt, dass man an Verhältnissen sich reibt. Aber das, was Frau Bothfeld gerade angemerkt hat mit der untersten Ebene, da habe ich sofort assoziiert die eigene Partei. Und das ist etwas, das beschreibt auch Frau Gaschke im Buch, dass der eigene Laden, jetzt kürze ich das mal ab, der eigene Laden einem oft auch sehr viel abverlangt. Das Positive, was zurückkommt, das, ich weiß nicht, wovon es abhängen muss, damit man geschätzt wird für das, was man tut. Aber ich glaube, in dem Bewusstsein, in so eine Entscheidung reinzugehen und zu glauben, dass ich habe doch jetzt hier jahrelang wichtige Dinge getan und ich habe euch doch eigentlich auch deutlich gemacht, dafür stehe ich und diese Person bin ich. Das ist ein schwieriger Prozess. Das ist eine schwierige Entscheidung mit den eigenen Leuten. Ich habe vorhin noch mit einer Freundin darüber diskutiert, warum ist es denn so schwierig? Und ich glaube, es hängt natürlich auch damit zusammen, wir wählen da nicht jetzt auf Landesebene auf der Liste mal eben 6 Leute mit der Gewissheit, dass die da reinkommen. Die Gewissheit ist groß, dass es wahrscheinlich auf der Liste nur eine schafft, dass wir Wahlkreise gewinnen, davon sind wir weit entfernt als Grüne, jedenfalls hier in dieser Region. Aber das zerrt schon an den Nerven, innerhalb der eigenen Gruppe zu spüren, man steht da vielleicht für die Hälfte oder für knapp die Hälfte und möchte doch eigentlich für alle stehen. Und das ist, ja, das ist das erste Spannungsmoment, wo man, gut, manche sagen, da musst du durch, aber ich hätte mir manche Dinge etwas leichter gewünscht und ich hätte mir auch manchmal etwas mehr positiven Schub und mehr positive Unterstützung gewünscht. Dankeschön. Wir gucken gleich mal, ob es Rezepte dafür gibt, wie man das macht, dass vielleicht die Strukturen sich ändern oder die Menschen sich ändern, wer weiß. Frau Gaschke, ich habe die Geschichte, die Sie in Ihrem Buch erzählen, so verstanden, dass Sie vor allen Dingen, also abgesehen davon, dass Sie natürlich sehr viel Sachkenntnis, Kompetenz in den verschiedensten Feldern brauchten, wie Sie es gerade erzählt haben, dass Sie entsetzt waren über das Verhalten Ihrer Parteigenossen. Also den eigenen Laden, wie Frau Menge gerade sagte. Es war gar nicht die Opposition oder es war gar nicht irgendeine feindlich gesinnte Kraft, sondern es waren Ihre eigenen Leute, die Ihnen mitgespielt haben. Was macht das mit einem? Es war eine feindlich gesinnte Kraft, aber eben in der SPD. Ja, das macht eine Menge mit einem. Also ich habe auch im Rückblick mich natürlich dauernd gefragt, also man wird auch ständig gefragt nach so einer Krise sozusagen, also hast du denn gar keine Fehler gemacht? Und das ist ja Unfug. Also natürlich fragt man sich von morgens bis abends, was man falsch gemacht hat. Und ich kann mich damit auch gut nachts um 4 lange wach halten. Also was alles sozusagen in dieser ganzen Geschichte sehr suboptimal gelaufen ist, was ich sehr falsch gemacht habe, was ich bedauere im Rückblick, wo ich auch vielleicht zu weich war. Also da können wir auch gerne noch drüber reden, das nimmt gar kein Ende. Aber erstmal dachte ich schon, dass ich eigentlich den Bürgern und Bürgerinnen meiner Heimatstadt ein ganz ordentliches Angebot mache. Also ich hatte einen ordentlichen Beruf und ich hatte sozusagen durchaus mit Politik was zu tun und ich hatte gestalterische Vorstellungen für die Stadt Kiel, die ich nicht geheim gehalten habe, sondern wo ich auf endlosen Wahlveranstaltungen natürlich auch verhört worden bin zu, dass also auch mal so zu diesem Thema in die Politik gehen, also öffentliche Auftritte zum Teil mit so Plastwerk-Imitatoren, wo sie dann da verhört werden, warum sie jetzt keine FDP-Positionen richtig finden, ja, weil ich in der SPD bin. Du Spezialist. Also nicht, das war schon manchmal sehr, sehr anstrengend. Also man exponiert sich in einer Weise und es wird auch so gerichtet über einen. Und das geht ja in den Persönlichkeitskern. Da muss man schon, das muss man mögen. Und die Leute, die das richtig doll mögen, sind mir auch ein bisschen suspekt, ehrlich gesagt. Also es ist nicht schön. Und ich hatte aber gedacht, gut, das Angebot ist aber nicht schlecht. Wir haben in Schleswig-Holstein wenig Frauen in der Sozialdemokratie an irgendwelchen erkennbaren Punkten, also gerade seit Heide Simonis weg ist. Also es könnte für Wählerinnen möglicherweise interessant sein. Ich habe gedacht, es ist vielleicht von der Zeit kommend so ein bisschen fürs bürgerliche Lager und für die Mitte nicht uninteressant. Auch Berührungspunkte durchaus mit der grünen Klientel in so einer Universitätsstadt wie Kiel habe ich gesehen. Also ich dachte, es ist nicht illegitim oder irgendwie total bescheuert, wenn ich das jetzt mache. Und ich habe dann sehr schnell gemerkt, also dass die Partei total gespalten war. Die Basis in Kiel war absolut dafür. Also das war der lebendigste, schönste, also wirklich herzergreifend wärmste Wahlkampf. Und ich hatte ja viele bei meinem Mann auch so mitgesehen, den ich da je erlebt habe. Also man kann wirklich nicht sagen, dass die Leute nicht das wollten und dabei waren. Das Partei-Establishment im Land, allen voran der Ministerpräsident, waren von Anfang an total dagegen.
und haben sich auch von Anfang an massiv gegenüber der Presse sozusagen eingelassen, haben die Gegenkandidatin erst mühsam gefunden und dann aufgebaut und unterstützt. Also man hat schon nichts ausgelassen, um diese Kandidatur von Anfang an zu verhindern. Und da habe ich mich manchmal gefragt im Rückblick, also war das vielleicht wirklich Hybris, war das vielleicht wirklich vermessen oder jedenfalls verblendet, wenn man das merkt, also dass die Parteioberen in dieser Weise dagegen sind und man ist ja Quereinsteiger, das heißt, man hat sowieso ein paar Handicaps noch mit, ob man es dann nicht gleich hätte lassen sollen. Aber ich war auch irgendwie sehr siegessicher und sehr beseelt von der Stimmung an der Basis und was von den Bürgerinnen und Bürgern zurückkam, war super. Also die fanden das offenbar nicht schlecht, dass da mal jemand ist, der nicht alle Rituale durchlaufen hat und nicht den Spiegelstrich-Sprech nur spricht. Und ich habe es ja auch gewonnen. Ich habe sowohl die Entscheidung in meiner Partei gewonnen, als auch dann mit einem schönen Wahlergebnis die Wahl in Kiel. Und ich glaube, meine größte Illusion war, dass ich dachte, na gut, nachdem die Wahl jetzt so gewonnen ist, müssen die sich irgendwie sportlich verhalten. Also ab da, ob es einem nun passt oder nicht, aber dann geht es ja für uns gemeinsam sozusagen um die Stadt und um die Sache und da können sie nicht ständig sozusagen dazwischen schießen. Und es zeigte sich bei dem ersten großen Fehler oder bei der ersten Kontroverse, die aufgetreten ist, da müssen wir vielleicht tatsächlich nicht ins Detail gehen, aber Sie können jederzeit gerne noch zu einem 4-stündigen Gewerbesteuersymposium hinterher bei mir an den Tisch kommen oder so. Ich kann da inzwischen sehr lange drüber reden, aber jedenfalls also bei dem ersten größeren Fehler, der ersten größeren Streitfrage im damaligen Bundestagswahlkampf, also ist mir dieses Landesestablishment in einer Weise und unter Missbrauch wirklich staatlicher Mittel in den Rücken gefallen, die ich mir nicht hätte träumen lassen. Ist Ihnen das zu dem Zeitpunkt schon mal durch den Kopf gegangen, dass das eventuell gar keine sachliche Auseinandersetzung ist, sondern dass es um Ihre Person geht, dass es einfach eine Feindseligkeit ist, die Ihnen da entgegenkommt? Also ich nehme an, dass es bei Leuten mit einer Persönlichkeitsstruktur, wie mein Amtsvorgänger sie hat, also schon ein Fehler sein kann, wenn das nicht seine Idee war. Das kann vielleicht reichen. Ich kann mir vorstellen, dass man sozusagen mich nicht besonders gerne zu nah an den Hinterlassenschaften im Rathaus haben wollte. Wir gehörten in unterschiedliche Lager in der Partei, auch mit dem Landesvorsitzenden Ralf Stegner. Also da mag es Gründe gegeben haben. Wie weit das gehen würde, hätte ich nicht gedacht. Und ich bin auch sozusagen bis Abschluss des Manuskripts sozusagen sind das alles sauber belegte sozusagen Dinge, die ich da erzähle. Aber es ist immer noch ein zusammengefügtes Bild, also wo sozusagen das Letzte, das ist meine Interpretation, erst danach habe ich dann Akteneinsicht bekommen im Innenministerium und in der Staatskanzlei, die haben mein Anwalt und ich beantragt und das war erschütternd. Also seitdem weiß ich auch, dass ich sozusagen mich da nicht zu weit aus dem Fenster gelehnt habe, also es war ein bisschen wie das Lesen der eigenen Stasi-Akte, also sie haben 4 Bände Leitsordner, hunderte und tausende von Seiten geschrieben von Leuten, die sie kennen, also in Kiel kennt sich jeder, ich weiß nicht, wie es in Oldenburg ist, aber in Kiel sozusagen in der Sozialdemokratie kennen sie die Leute, die in der Landesverwaltung arbeiten natürlich, also von Leuten, die mit ihnen im Urlaub waren und auf diesen ganzen Seiten und übrigens ja auch von Steuerzahlers Geld, ne, also richtig Arbeitszeit, da steht nicht, wie man jetzt diesen Steuerfall lösen kann, wie man einen möglichen rechtlichen Fehler heilen könnte, wie man für die Stadt Kiel irgendwie doch das Geld sichert, das sie braucht und das ihr zusteht, sondern wie machen wir Gaschke klein. Und das ist schon also ein sehr, sehr einschneidendes Erlebnis. Mhm, vielen Dank. Frau Bodfeld, ist das was Typisches, wenn so ein Fall auftritt, wo vielleicht der eine Flügel einer Partei dem anderen Flügel oder einer Person was auswischen will, dass man dann auf so eine persönliche Ebene geht? Was Typisches zum Glück nicht. Ich glaube, das zeigen einfach die Statistiken. Die Verbleibsdauer von Bürgermeisterinnen im Amt ist doch etwas höher. Ich habe nachgesehen, das sind so, je nachdem in welcher Region Männer, Frauen, wo sie gucken, sind das 9 bis 12 Jahre. Das heißt, es gibt gerade eine sehr schöne Studie über Bürgermeisterinnen in Ost und West. Es hat auch gerade einen großen Kongress gegeben. Da ist Helga Lukusch hat beteiligt, die sehr viel zu Kommunalpolitikerinnen auch geforscht hat. Und da sind eben auch ganz interessante Ergebnisse, wie es eigentlich läuft und wie Kommunalpolitikerinnen sich eben auch behaupten können. Ich will nur einmal kurz sagen, ich finde das ganz interessant, weil wir hier 2 verschiedene Formen von Politikerinnen haben. Sie haben unterschiedliche Tätigkeitsbereiche oder auch unterschiedliche Anforderungen zu bewältigen. Und ich wollte zu der Frage Kommunalpolitik auch erst nochmal sagen, und das ist natürlich, ohne dass ich jetzt gleichermaßen auf die Landespolitik da kommen könnte, aber da könnte man auch nochmal drüber nachdenken, in der Kommunalpolitik noch zumal in so einer großen Stadt, das ist eine Sache, die einfach manchmal komplett unterschätzt wird, da kommt eine Komplexität an Anforderungen auf die Personen zu und das ist aus Ihrem Buch auch sehr schön deutlich geworden. Das heißt, da steht man erstmal, da stelle ich mir so vor,
können wir nachlesen, da wird man sozusagen von vielerlei Richtungen erstmal angefordert, muss reagieren, man muss sehr viele Aufgaben auch priorisieren, man bringt ein eigenes Verständnis mit. Und das, was Frau Gosch geschildert hat und was ihr eben im Wahlkampf und dann auch in ihrer Amtszeit sehr viel Sympathie natürlich eingebracht hat, ist die Bürgernähe gewesen. Und die Bürgerinnen und Bürger durch die Direktwahl versorgen sie mit der Legitimität, auch dieses Amt auszufüllen. Das ist ein Standbein in der Kommunalpolitik. Und das muss man richtig nochmal so sehen. Was sind die Standbeine, auf die man sich stellt, wenn man Kommunalpolitik macht? Standbein 2, die Fachpolitik. Standbein 3, das Umgang mit den Organisationen und der Eigenlogik der Organisation. Und ich denke, für die Landespolitik, für das Landesparlament gilt das eben analog auch. Das eine ist die Fachpolitik, die sie natürlich auch ausfüllen müssen, die sie übernehmen, wo sie manchmal hinkommen, ohne auch den Hintergrund zu haben. Und dann natürlich auch die Organisation, und das ist zum einen natürlich die Partei. Wenn Sie nicht schon lange dabei sind, das gut kennen, dann haben Sie Nachteile. Aber das ist dann natürlich auch die Verwaltung selbst. Das heißt, auch da müssen Sie die Logiken kennen. Sie müssen die Logiken kennen in dem Zusammenspiel zwischen Stadt, Parlament, Stadtrat, denn den Verwaltungen, den Amtsleitern, die haben Sie auch erwähnt. Und darf dann sozusagen ich da mal dazwischenfragen? Ganz, und den Kontext der Landespolitik müsste man dann vielleicht auch nochmal mitnehmen. Ja. Ich als politischer Laie sehe ja auch einen Oberbürgermeister oder eine Oberbürgermeisterin vor allen Dingen auch eingebettet in einen Verwaltungsapparat, der eigentlich sehr viel Sachverstand mitbringt. Ist das ein sehr naiver Gedanke, dass eigentlich so jemand an der Spitze einer solchen Verwaltung eben nicht allein dasteht, sondern richtig schön zugearbeitet bekommt, auch verlässlich? Ja, das eine ist, glaube ich, die Facharbeit wirklich, die kann man nicht selber machen, das ist einfach zu viel, das sind so spezifische Dinge, die man nicht alle überblicken kann, man spezialisiert sich, man bereitet sich auf die Ämter vor, man macht vielleicht Seminare, liest sich ein, büffelt, wie ich das entnommen habe. Aber das andere ist auch einfach die Kenntnis der Verwaltung. Und auch das zeigt die Studie, die ich eben schon zitiert habe. 2/3 aller Bürgermeisterinnen und Bürgermeister kommen aus dem öffentlichen Dienst, bringen das also mit, haben sozusagen da schon einmal reingeschaut. Und fast die Hälfte sind sogar schon in Führungsämtern in der Kommune tätig gewesen. Das heißt, die Leute, klassischerweise Amtsleiter oder Kämmerer oder so, die kennen die Probleme und die haben eben auch diese Organisationskenntnis. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die man vielleicht unterschätzt, weil man kommt, man hat Bürgernähe, man hat diese soziale Kompetenzen, Leute einzubinden. Und das ist in der Tat etwas, was wichtig ist, um gewählt zu werden. Man hat Fachkenntnis, weil man einen bestimmten Fachhintergrund hat. Aber man muss eben auch sehen, wie die Dinge laufen und welche Logiken sich da ergeben. Und das ist meines Erachtens, vielleicht ist es sogar auch egal, in welche Art von Organisation man kommt. Man kann auch ins Privatunternehmen schauen, man kann auch in die Universitäten schauen. Also da sind sozusagen der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Aber wichtig ist, diese Eigenlogik der Organisation und die Logiken, die die Leute mitbringen, da in diesen Organisationen auch zu handeln. Vielen Dank. Ich glaube, Frau Gasch, Sie können ganz viel dazu sagen gleich, wie so eine Verwaltung zuarbeitet oder auch nicht zuarbeitet, ob es oben an der Spitze einsam ist oder nicht, ob man da eingebettet ist. Aber Frau Menge, Sie hatten eben einiges sich notiert und sahen manchmal so aus, als hätten Sie gerne einen Einwurf gemacht. Habe ich Sie jetzt, ich habe Sie nicht vergessen, aber Sie dürfen jetzt mal das nachtragen. Ja, nur ergänzend zu dem, was ich eben gesagt habe. Wichtig ist, wenn man diese Eigenlogik verstanden hat und wenn man das auch überstanden hat, was ich vorhin von meinen Erfahrungen berichtet habe, dann wechselt das in eine gute Situation und ist bei mir zumindest so gelaufen und ich glaube auch bei meinen Fraktionskollegen und Fraktionskolleginnen, und man hat das Gefühl, man wird getragen und man wird unterstützt von allen Seiten. Warum diese Zwischenebene da sein muss, das ist interessant, da genauer hinzugucken. Ob das nur mit politischen Lagern etwas zu tun hat, weiß ich nicht. Aber das war mir wichtig, das auch nochmal zu ergänzen. Also die Partei kann einem sehr viel abverlangen und sehr schwierig sein in der Diskussion und in der Auseinandersetzung. Sie kann aber auch den anderen Part übernehmen und einen wirklich tragen. Und was vorhin Frau Gaschke angesprochen hat, ich habe das ja fast hautnah erlebt im Landtag, als es um unseren Landwirtschaftsminister ging. Es ist richtig, es ist ja Präsens, ist ja angemessen, denn die
der Untersuchungsausschuss wird ja fortgesetzt. Ich möchte niemals in so eine Situation geraten. Es sei denn, man hat eine Chance in diesem System, und da sind wir bei diesen konkreten Fragen, wie kann man es denn verändern, dass Veränderungen stattfinden. Da sitzen im Landtag Menschen, die selbsternannte Richter, Staatsanwälte, Polizisten sind und maßen sich an, in einem Untersuchungsausschuss Dinge zu hinterfragen, die tatsächlich nichts mit der Sache zu tun haben. Es sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Ministerium danach befragt worden, wann sie welche SMS an wen geschickt haben. Und also das sind, wenn man das liest, da gebe ich Frau Gaschke sofort recht, ich habe mir das nicht angetan, mir das anzugucken, weil das schon erschütternd genug ist, was die Leute erzählen. Aber das ist für Betroffene der blanke Horror. Als Frau möchte ich das nicht erleben, weil ich glaube, dass, vielleicht gilt es nur für mich, aber ich sehr schnell weichgeklopft wäre, wenn dieser Machtapparat dann zuschlägt. Wie man dann agiert vor solchen Menschen, das weiß ich nicht, ich möchte es auch nicht erleben. Aber dieses System, wie es dann funktioniert, kann so nicht in Ordnung sein und das ist es auch nicht. Da ist Demokratie deutlich weiterzuentwickeln und da wünsche ich mir auch, dass mehr Frauen in dieses System reingehen und das auch ein Stück weit verändern. Wenn mir dann jemand sagt, wenn ich da sitze und denke, das kann man doch jetzt so nicht machen, du kannst doch jetzt nicht sowas hier erzählen am Mikrofon im Plenarsaal, dann sagen mir meine eigenen Leute oder die aus der SPD, ja, komm Susanne, das haben wir genauso gemacht, das läuft hier so ab. Das wird wie so ein Schauspiel genommen. Da wird gar keine Rücksicht drauf genommen, ob man Menschen verletzt, ob man sie hinterher in Zweifel entlässt oder ob man sie hinterher vielleicht zusammengeknickt erlebt. Das tun die meisten auch überhaupt nicht. Die hauen sich da sonst was um die Ohren und dann sehen sie die eine Stunde später oben am Kaffeetisch und dann schlagen die sich auf die Schulter und sagen, ja komm, das musst du ja mal raus und das haben wir uns mal so überlegt, dass wir da jetzt so mit umgehen und dich haben wir jetzt mal ausgeguckt, aber ach, komm, da steckst du so weg. Also entweder sage ich mir dann, gut, dann ist es hier eben Schauspiel im Parlament, meinen Schülern habe ich allerdings was anderes beigebracht, was das Parlament bedeutet. Und ich möchte auch, dass dieses Parlament diesen Stellenwert und diesen Wert an sich hat und behält. Aktuell sieht das so nicht aus, wobei solche desaströsen Zustände habe ich im Stadtrat übrigens nicht erlebt. Vielen Dank. Sie haben eben die Frage aufgeworfen in einem halben Satz, ob das bei den Grünen vielleicht anders ist als in anderen Parteien. Und natürlich haben Sie die Frage nach der weiblicheren Politik gestellt. Ich hoffe, darauf kommen wir gleich noch. Frau Gaschke, nochmal zurück zu der Zuarbeit durch die Fachleute in der Verwaltung. Ich hätte jetzt immer gedacht, darauf kann sich eine Oberbürgermeisterin verlassen, beziehungsweise wenn sie das mal an irgendeinem Punkt nicht kann, dann würde man ihr das nachsehen, weil die anderen halt die Fachleute sind. Wie ist das bei Ihnen gewesen? Also ich würde vielleicht zu dem, was Sie gesagt haben, wenn Sie sagen, es sind drei Standbeine, noch zwei Punkte wirklich ergänzen, also vielleicht nicht Standbeine, aber so Anforderungsstränge, die Sie ständig bedienen müssen, noch zusätzlich. Das eine sind eben die Medien, die eben gerne auch zur völligen Unzeit, also das hat mit der Sachlogik irgendwelcher Entscheidungen gar nichts zu tun, dass die für ihren, ich kenne das ja alles sozusagen auch von der anderen Seite, dass die eben für ihren Redaktionsschluss irgendwas brauchen, nur wenn sie das dann denen geben, was die brauchen, dann sind 100 andere Leute auf sie sauer, weil es noch nicht abgestimmt ist, zum Beispiel. Nicht? Also das ist unheimlich schwierig, also dazwischen nicht zerrissen zu werden. Und dann gibt es noch so eine Öffentlichkeit, die nicht vermittelt ist, also überhaupt Bürgerinnen und Bürger, Verbände, also alles, wo sie sozusagen direkt an der Bürgerfront argumentieren. Da gibt es auch eine Wahrnehmung und auch für die müssen sie was haben, das repräsentative Element dabei. Das ist auch sehr viel Arbeit. Also im Prinzip ist dieser Job des direkt gewählten Oberbürgermeisters, also für mein Empfinden, doch fast eine Fehlkonstruktion, zumindest so, wie es in Schleswig-Holstein in der Gemeinde ist. Es ist auch nicht sehr liebevoll gemacht worden, die Reform dort. Ehrlich gesagt, man wollte von SPD-Seite damals nur einen Bürgerentscheid vermeiden oder dem zuvorkommen, der einem die Direktwahl der Oberbürgermeister reindrücken würde. Hat es dann schnell selber reingeschrieben, aber sich sonst nicht gekümmert, ob wie die restliche Gemeindeordnung also dazu tatsächlich passt. Das heißt, sie haben die Illusion, sie sind ja auch direkt gewählt vom Volk. Und das Volk hat dementsprechend auch so ein bisschen das Gefühl, man hat da so eine Art Monarchen auf Zeit oder irgendwas, jemand, der jetzt alle Probleme lösen kann, alle Knoten durchschlagen, jetzt mal zack,
also in ihrem Sinne handeln. Und das ist sehr schwierig, denn sie haben parallel eine Ratsversammlung, die auch aus lauter direkt gewählten Leuten besteht, zum Teil mit sehr viel weniger Stimmen. Also in einem Wahlbezirk mit schlechter Beteiligung sind sie mit 300 Stimmen gewählt. Aber jeder Einzelne fühlt sich natürlich auch ganz doll legitimiert und zusammen fühlen sie sich noch mehr legitimiert und fühlen sie sich als ihr sozusagen Arbeitgeber. Und sie haben ein Spitzenpersonal, das sind dann die Dezernenten, also die Fachchefs der Fachverwaltung, die sie nicht selber aussuchen und rausschmeißen können, wie es in einem Unternehmen zumindest ein bisschen leichter wäre, sondern die wählt die Ratsversammlung. Also im schlimmsten Fall sind sie mit einem Spitzenpersonal umgeben, mit dem sie überhaupt nichts anfangen können. Also ein CEO eines 5000 Menschen Unternehmens würde so nicht arbeiten. Ansonsten würde ich sagen, habe ich mit der Fachverwaltung sehr gute Erfahrungen gemacht. In der Tat ist es schon eine Anforderung, finde ich, dass man also versucht, das ist natürlich unmöglich bei der Vielfalt der Themen, aber es ist schon, man sollte zumindest versuchen, so weit eingearbeitet zu sein, dass man also halbwegs seriös also zu dem Thema mitsprechen kann. Viel mehr ist nicht drin. Aber das sollte man probieren. Das heißt, man muss schon auch Akten lesen und sich einarbeiten. In der Regel war meine Erfahrung, dass ich dort auf engagierte, kluge Leute gestoßen bin, die gerne ihren Job machen wollten, die ein bisschen auch selber als Verwaltungsfachleute litten unter dem politischen Hin und Her. Also es gibt eine, jedenfalls im Kieler Rathaus, eine Geschichte des Verschleppens von Entscheidungen, des sich lieber nicht mit der ehrenamtlichen Politik anlegens und so weiter. Also eigentlich waren die ganz froh, wenn sie einen Fachvortrag halten konnten und durchaus offen gefragt wurden, was ist euer Rat, was würdet ihr eigentlich gerne tun? Und dann ich aber gelegentlich auch den Mut hatte zu sagen, okay, dann versuchen wir in die Abstimmung zu gehen und riskieren das einfach mal und machen tatsächlich was. Also es gibt viele Mechanismen, die eher für ein Verschleppen, für ein Nicht-Entscheiden, für ein Wir-drücken-uns-Kurs sprechen, weil das einfach persönlich unglaublich viel unstressiger ist. Dieses kann man sich drauf verlassen, also ein bisschen in der Sache, über die wir jetzt, also mein Hintergrund, da ist ja bis heute gar nicht klar, ob das fachlich überhaupt falsch war. Also das ist ja nicht ausprozessiert und gar nichts. Es gibt ein feindseliges Gutachten aus dem Innenministerium dazu und das ist sozusagen im Rahmen einer, also ich bin vorsichtig mit dem Wort Intrige, aber sozusagen im Rahmen einer Aktion, einer konzertierten Aktion einer Landesregierung entstanden und da war für die Beamten schon relativ klar, also wie die Ansage, also wie die Tendenz denn wohl sein sollte. Die fachliche Entscheidung, diesem Unternehmer einen Gewerbesteuervergleich anzubieten, ist bis heute sozusagen, es ist nicht geklärt, ob das ging oder nicht. Ich muss demnächst jetzt nochmal aussagen, oder habe mich bereit erklärt dazu, im Disziplinarverfahren gegen den Kämmerer. Ich glaube, dass der genau, also sozusagen wie ich, die Argumente richtig gewertet hat und dass man das so machen konnte. Das wird im Moment, wie gesagt, gerade vor Gericht entschieden und hatte also eigentlich nichts mit einer mangelnden Fachlichkeit dieser Finanzverwaltung zu tun. Dankeschön. Ein Aspekt, den Sie gerade genannt haben, möchte ich mal für die Hiesigen, für die Ortsansässigen nochmal aus Oldenburger Sicht kommentieren. Ein früherer Kämmerer, das ist schon fast 20 Jahre her, hat mir mal gesagt, wir haben in Oldenburg eine hervorragende Mannschaft, um dieses große Schiff Oldenburg sicher durch alle Fährnisse zu bewegen. Unser Problem ist, also das sagt ein Verwaltungsmensch, ne? Unser Problem ist, wir haben 50 Kapitäne auf der Brücke. Und das klang eben bei Ihnen auch so durch, dass man sich also auf die Politik auch wenig verlassen kann. Ja, bitte, dürfen Sie gerne dazu stellen. Ja, Frau Menge hat eben was gesagt, was ich ganz wichtig finde. Das ist auch so der Bezug, was ist eigentlich das Hinterland? Kann ich mich auf meine Partei, kann ich mich auf meine Fraktion verlassen? Ich glaube, dass das ganz wichtig ist und vielleicht sogar für Frauen noch wichtiger, wenn sie sich entscheiden, in die Politik zu gehen. Wie weit kann man sich eigentlich darauf verlassen? Das ist auch sozusagen nochmal ein Spielfeld, wo man sich diese Eigenlogik auch klar machen soll. Ich habe eben schon gesagt, das ist Macht, das ist Konkurrenz, da beißt die Maus keinen Faden ab. Das müssen wir uns klar machen und irgendwann kommt man, glaube ich, wenn man politisch tätig wird, immer in diese Frage, wie setze ich mich durch, man muss sich durchsetzen, man muss Netzwerke eben auch innerparteilich schmieden. Als ich die Studie zu den Oberbürgermeisterinnen gelesen habe, ist es mir nochmal klar geworden, da steht, die Mehrzahl, also überwältigende Mehrheit der Leute, die als Oberbürger oder Bürgermeisterinnen, Oberbürgermeisterin antreten, das sind ungefähr 10-11% tatsächlich bundesweit über alle Gemeindegrößen und in der Größe von Kiel sind es 10%, also in den Großstädten. Da haben wir 10% Frauen als Oberbürgermeisterin. In der Kategorie drunter 150 bis 100 haben wir 17, also das ist sozusagen so ein Peak. Da scheinen die Chancen gut zu sein, mal sehen aus welchen Gründen. Was aber ein wichtiger Punkt ist oder der mir da aufgefallen ist, die überwältigende Mehrheit der Frauen, die antreten und dann auch gewählt werden als Bürgermeisterin, werden von der Partei gefragt.
Ja, das muss man sich klar machen. Das heißt, man wird aufgestellt und man muss selber sozusagen eingeladen werden, das auch zu machen. Wenn man antritt und möglicherweise noch im parteiinternen Wettbewerb sich durchsetzt, was Sie ja getan haben, das schildern Sie ja auch in Ihrem Buch, dann produziert das sozusagen auch erstmal Reibung, will ich erstmal sagen. Ne? Was dann daraus wird, aber da sozusagen dann schon mal ein Konflikt offenbar, dass sozusagen da nicht der Parteidisziplin gefolgt wird. Und in der Studie wird sogar auch ein Fall genannt, wo eine Kollegin angetreten ist als Kandidatin und sich dann, glaube ich, einem Parteiausschlussverfahren zugezogen hat. Die ist ausgeschlossen worden in der Partei und ist dann trotzdem als Bürgermeisterin gewählt worden, hat sich also durchgesetzt, auch mit deutlichem Abstand zu dem Kandidaten, den ihre Partei dann aufgestellt hatte. Also so kann es auch kommen. Und ein bisschen mein Schluss ist daraus, warum diskutieren wir sowas nicht? Also wirklich diese Konflikte, wie passieren Nominierungen? Das tun wir natürlich, wenn wir über Quotenregelungen diskutieren. Wie gehen Parteien eigentlich damit um, die auf der einen Seite Quoten einrichten, Seminare für junge Frauen, Frauen in die Politik machen? Ja, also das ist ja ein Anliegen, weil alle gemerkt haben, bei den Grünen ist es nicht so stark, bei der SPD ist es offenbar, weil alle gemerkt haben, die Frauen wachsen nicht mehr so richtig nach. Das einerseits, aber andererseits, wenn es dann wirklich um die Wurst geht, dann will keiner mehr so richtig davon was wissen. Ich habe Sie jetzt so verstanden, dass dieses Gerufenwerden, also nicht sich selbst ins Spiel bringen, sondern das Gerufenwerden als Gegensatz dazu eher das weibliche Beispiel ist. Nein, ich will nur sagen, das ist nicht das weibliche Beispiel, sondern das ist die günstige Voraussetzung dafür, dass Frauen Bürgermeisterin werden. So ist vielleicht besser ausgedrückt. Frau Gaschka hat in Ihrem Buch stehen, dass sie sich sogar wünscht, dass bei der Vorauswahl der Kandidaten mehr Wahl stattfindet, also weniger ausgucken, sondern mehr Wahl. Da sind wir schon vielleicht bei einem der Instrumente, das dazu führen könnte, dass sich die Struktur ein bisschen ändert. Können Sie das mal an einem Beispiel vielleicht erläutern. Wie würde das die Struktur ändern? Naja, es ist im Moment ja so ein bisschen so, und ich will da wirklich nicht pauschal, um Gottes Willen, also ehrenamtliche Lokalpolitiker irgendwie pauschal beleidigen, aber die Erfahrung, die ich gemacht habe, ich konnte mir das Personal ja nun relativ genau angucken, ist einfach, dass bei den, also wie die Abläufe einfach sind, also wie Parteitage stattfinden, wie vor allen Dingen Ortsvereinssitzungen oder auch sozusagen Kreisvorstandssitzungen stattfinden, wie Fraktionssitzungen stattfinden, wie dann auch Ratsversammlungssitzungen stattfinden, das ist was für zeitreiche Menschen. Das ist nichts für Leute, die kranke Eltern pflegen oder viele Kinder haben oder beruflich sehr erfolgreich oder selbstständig sind oder einen sehr stressigen Beruf haben. Das ist jetzt eine empirische Erhebung von mir, also sie stimmt, weil ich sie selbst durchgeführt habe. An der Kieler Ratsfraktion der SPD, es sind überwiegend Frührentner, Langzeitstudenten, Bedienstete des Landesdienstes und, sagen wir mal, in ihren Kanzleien gut abkömmliche Rechtsanwälte. Und die also die Sitzungsgelder schon so ein bisschen mit eingepreist haben, damit es sozusagen für die Kanzlei funktioniert. Und diese Menschen, also das hat der Nils Minkmann mal sehr schön geschrieben in diesem Buch, wo er Steinbrück im Wahlkampf begleitet hat, wo er sagt, Mensch, man kommt da am Samstagabend jetzt mit dem armen Steinbrück und seinem Tross, da Bundestagswahlkampf 2013, dann kommt man also in irgendeine Mehrzweckhalle am Rand der Stadt, da ist Schlamm, man geht auf irgendwelchen Planken, die da gelegt sind, in diese Halle und fragt sich, warum, also diese armen Menschen, also warum sind die hier, warum sind die nicht zu Hause bei ihrer Familie, bei ihren Freunden, bis man feststellt, das ist ihre Familie, das sind ihre Freunde und sie wollen gar nicht woanders sein. Und so sind halt auch viele dieser Sitzungen und dieser Prozesse, die aber unerlässlich sind. Also man kann das nicht ignorieren. Man muss sich überlegen, will ich mich darauf einlassen? Und das tun eben sehr viele Leute, die wir, glaube ich, dort brauchen würden, nicht. Und es ist auch rational, dass sie das nicht tun, denn es macht überhaupt keinen Spaß. Und es ist für die Ergebnisse dieser Politik auch nicht zwingend. Also die Politik wird dadurch nicht besser. Die ist zum Teil sehr kleinkariert, sehr wenig über den Tellerrand hinaus, sehr auf meinen Wahl. Also mein Gott, Kiel ist ja auch keine riesige Stadt. 230.000 Einwohner. Also man könnte da schon mal gesamtstädtisch denken. Man könnte sogar mal denken, wie ist es denn anderswo? Aber man denkt eben, wie ist es in meinem Stadtteil und wie komme ich da jetzt sozusagen bei meiner Basis oder bei meiner Klientel an? Und das ist nicht attraktiv. Und deswegen wäre ich habe auch echt keine Ahnung, wie man es lösen kann.
Ich finde das mit dem immer nur gerufen werden eigentlich verkehrt. Das sagen übrigens auch die Jungs, ich glaube in beiden Parteien. Ja, meine Freunde haben mich alle gefragt und so. Also weil es sich eigentlich nicht gehört, dass man selber sagt, ich will es, aber man würde es aber jeder Frau raten, wenn man sie berät. Muss man sagen, du musst schon aus eigener Kraft wollen. Zumindest in der SPD gibt es dann immer die Neigung, lieber die Frauen, also nach wie vor, man hält sich an die Quote, aber man hat lieber die Frauen, die nicht so ganz so viel Stress machen. Ja. Und ich würde aber sagen, gut, lass uns trotzdem die Quote mal zum Vorbild nehmen. Die hat gesamtgesellschaftlich wahnsinnig viel verändert. Also sie sehen heute eigentlich alt aus, ob sie nun Wissenschaft sind oder Kunst und Kultur oder auch Wirtschaft. Also wenn sie ein reines Männergremium haben, es ist nicht mehr so ganz ohne, ist ein bisschen irritierend schon. Also es hat was verändert, egal sozusagen, wie jede einzelne Frau jetzt in diesem Kampf sich stellt. Wir müssen irgendwas kriegen, glaube ich, wo wir sagen, wir wollen Wissenschaftler, wir wollen Künstlerinnen, wir wollen Soldaten im aktiven Dienst, wir wollen Leute mit vielen Kindern, wir wollen ein sozusagen bunteres Profil. Das werden Sie wahrscheinlich gleich naiv nennen, aber Selbstzwang ist ja, also man kann Sachen also erstmal so ein bisschen moralisch unmöglich machen, bevor sie praktisch wirklich wirken. Und das wäre sozusagen der Weg, den ich für aussichtsreich halte. Frau Gaschke, Sie sagten, Dankeschön. Sie sagten gerade, dass Sie so richtig auch nicht wüssten, wie man das macht. Jetzt haben Sie gerade aber schon eine Reihe von Vorschlägen gebracht. Nur so vorher hatten Sie gesagt, und das gab ja dann auch ein bisschen Reaktion aus dem Saal, dass es einfach keinen Spaß macht. Und ich glaube, dass die Veranstalter des heutigen Abends nicht möchten, dass sie alle nach Hause gehen und sagen, Politik macht keinen Spaß, also gehe ich da nicht rein. Und deswegen denke ich, könnten wir uns jetzt noch ein bisschen damit beschäftigen, so wie Sie es gerade schon angefangen haben, zu gucken, was könnte denn passieren, wie müsste man sich das vorstellen, dass die Politik sich ändert, damit sie Spaß macht, effektiv ist und auch wirklich zu Ergebnissen führt, die erwünscht sind. Sie haben in Ihrem Buch einige Sachen geschrieben, darauf kommen wir, glaube ich, noch. Ich würde ab jetzt mal gucken, ob sich aus dem Publikum jemand meldet, der oder die noch eine Frage einbauen möchte. Und dann werde ich mich am besten mal hinstellen, dann sehe ich das besser, wo Sie alle sind. Und ich habe dort hinten schon mal eine Wortmeldung. Ich mache mir noch ein paar kleine Notizen, ich habe sie gesehen, Dankeschön. Und Sie dürfen auch weiterhin die Finger heben und ich schreibe mir das dann auf. Aber ich glaube, jetzt habe ich eben Frau Gaschke das Wort abgeschnitten oder Sie hatten noch einen Nachtrag zu dem, was Sie gerade eben gesagt haben. Okay. Ja, dann würde ich vorschlagen, da war offenbar eine Frage oder Anregung. Und das gilt jetzt für alle, die noch sich zu Wort melden. Es wäre schön, wenn Sie sich zu Wort melden, dass Sie vielleicht irgendeine kleine Ortsbestimmung vornehmen, dass Sie zum Beispiel einer Partei angehören oder dass Sie für eine Parteiorganisation sprechen oder wie auch immer. Ja, ich kenne das. Mein Name ist Wolfgang Debke. Ich bin Mitglied der Grünen Gemeinderatsfraktion im benachbarten Wadenburg. Also Kommunalpolitiker. Seit Beginn der Wahlperiode, jetzt 2011 hat die angefangen. Wir sind mit 4 Leuten im Gemeinderat, wir hätten mit 6 sein können, aber es hat nicht sollen sein und deswegen ist unser Gemeinderat auch um 2 Sitze kleiner. Also haben wir ein bisschen Steuergeld gespart dadurch. Ich habe auch 40 Jahre lang auf der anderen Seite vom Tisch gesessen, nämlich in der Verwaltung der gleichnamigen Gemeinde. Insofern kenne ich also auch die Strukturen. Ich behaupte einfach mal, dass Leute, die in die Kommunalpolitik gehen, ihre Möglichkeiten überschätzen. Es wird immer so viel gesprochen von Kommunalpolitik, aber in Wirklichkeit wird eigentlich gar keine Politik gemacht dort, sondern Gemeinde ist Teil der Selbstverwaltung und nicht der Legislative wie der Landtag oder der Bundestag. Das heißt, man arbeitet in bestimmten Sachzwängen. Und das heißt also auch, dass man sich mit dem Bürgermeister oder der Verwaltung einigermaßen einig sein muss und natürlich auch mit den anderen Kolleginnen und Kollegen. Wie soll ich das sagen? Ich habe den Fadenmoment verloren. Ist doch egal. Jedenfalls, verbinden Sie es mit einer Frage an eine der Damen? Ich verbinde es eigentlich mit der Frage, beziehungsweise eigentlich mit einer allgemeinen Frage oder Forderung. Es wurde soeben gesprochen, dass also die Strukturen verändert werden sollen. Mein Vorschlag wäre, dass die Parteien überhaupt nicht in die Kommunalpolitik reinkommen, sondern dass das also reine Persönlichkeitswahlen werden, wie zum Beispiel in den USA. Dort haben also die großen Parteien auch nichts zu sagen in den Kommunalparlamenten, sondern die werden von den Bürgern direkt gewählt. Und ich finde also, wenn die Parteien sich auf Kommunalebene raushalten, dann gibt es vielleicht auch ein anderes Arbeiten.
Vielen Dank für den Beitrag. Ich glaube, das wäre mal eine Frage für Frau Botfeld, oder? Ach so, dann. Das Beste. Dankeschön. Und ich bin aufmerksam auf weitere Wortmeldungen, hoffe ich. Ja, also ich bin wirklich auch nicht nur vor meinem Fachhintergrund, ich bin eine Verfechterin des Repräsentationsprinzips, weil ich glaube, das ist ganz wichtig, da zu sehen, dass es eine Legitimität geben muss, die sozusagen nicht nur spontan aus der Mitte einer Gemeinschaft, sprich Kommune, wenn ich das jetzt mal als politische Einheit ein Stück runterbreche, sich ergibt, sondern dass es da natürlich auch, wenn ich sagen, Qualitätsprüfungen gibt, aber zumindest die Anbindung an eine Partei, wenn wir Partei als Interessenvermittler verstehen, und damit können wir natürlich viel darüber diskutieren, ob sie das noch einlösen, ist zumindest schon mal eine Gewährleistung dafür. Es gibt natürlich auch parteilose Gemeindemitglieder, das ist ohne Frage auch der Gemeinderatsmitglieder, Oberbürgermeister und auch Bürgermeister. So ist es doch schon einmal ein Garant dafür, dass sie auch ein bestimmtes Segment von Interessen vertreten und auch ein Stück weit eine Möglichkeit da ist, zu professionalisieren. Ich stehe dem eher kritisch gegenüber. Ich finde das problematisch. Und man kann das immer ganz gut sehen, was passiert, wenn Wahlrechtssysteme umgestellt werden. Wenn wir ein anderes Wahlrecht bekommen, zum Beispiel in Bremen, da wurde im nächsten Jahr haben wir wieder Wahlen. Bei der letzten Wahl wurde das Wahlrecht umgestellt, sodass wir durch die Stimmengewichtung ein stärkeres personenbezogenes Element da drin haben. Hinterher haben die Politikwissenschaftlerinnen und Politikwissenschaftler so ein bisschen diskutiert. Ist das jetzt gut oder schlecht? Ist das demokratischer oder nicht? Was wir festgestellt haben, hat eine Studentin von mir ihre Arbeit drüber geschrieben, die Repräsentation von Frauen ist zurückgegangen. Und es sind eben auch teilweise Leute reingekommen aus Wahlkreisen, die nicht das Hinterland haben, was gut ist. Die Politik wird bunter dadurch, in der Tat. Aber das gibt nachher auch wieder Probleme im Prozess. Wie kann man da zusammenarbeiten? Wie kann man die Leute integrieren? Wie kann man da auch wieder zusammenarbeiten? Also da vor allem vielleicht gar nicht so sehr das Prozesshafte, aber diese Repräsentativität. Also die Parteien gewährleisten ja auch dieses Reißverschlussverfahren, die Quoten, das ist eigentlich die Chance für Frauen, überhaupt in Parlamente gewählt zu werden. Das ist einfach so. Vielen Dank. Frau Menge, Sie hatten eben leise hinzugefügt, dass Sie auch auf diesem Standpunkt stehen. Das ist also offenbar, also Sie würden auch nicht diese mehr personalisierten Wahlen bevorzugen. Nein, ich möchte gerne wissen, wofür mein Kandidat oder meine Kandidatin steht. Und Parteien sind die tragenden Säulen dieser Demokratie, über die werden wir die Kandidaten wählen und die gestalten diese Politik. In der Kommune sind ganz andere Probleme, finde ich, wichtig. Wir müssen uns fragen, und da widerspreche ich auch dem, was hier am Tisch gesagt worden ist, also Politik auch auf der kommunalen Ebene kann sehr interessant sein und kann sehr spannend sein. In Oldenburg haben wir da ein etwas anderes Bild, zumindest was meine Erfahrung betrifft. Ich bin da sehr gerne in einer Arbeitsgruppe, ich bin da sehr gerne auch auf Versammlungen. Da bewegt sich ganz viel und da ist ganz viel Beteiligungslust auch vorhanden. Und da sind auch viele junge Menschen, die ganz andere Ideen haben, mit denen man konfrontiert wird, was einen auch selber immer wieder ein Stück weiterbringt. Da habe ich eine völlig andere Erfahrung. Das, was mein Kollege aus Wadenburg gesagt hat, dass wenn wir Personen wählen und gar nicht wüssten, für welche Partei die stehen, dann haben wir in der Tat das Problem, was Frau Botfeld gerade skizziert hat. Es findet die Zuordnung nicht mehr statt, es findet die Haltung, die ich gerne kennen möchte, nicht mehr statt. Die Möglichkeit habe ich dann gar nicht als Wählerin oder Wähler. Aber wenn ich glaube, damit Kommunalpolitik verbessern zu können, dann ist es, glaube ich, der falsche Ansatz. Der richtige Ansatz wäre, denjenigen, die sich dieses Ehrenamt in unserer Gesellschaft nehmen, und diese Gesellschaft ist so gestrickt, dass immer mehr Menschen, auch Frauen, viele Frauen berufstätig sind, dass man das in Einklang bringen muss. Das heißt, wenn ich mich für so etwas entscheide, dann müsste das honoriert werden. Es gibt in den Niederlanden ein System, da werden Kommunalpolitiker für die Hälfte ihres Berufs entschädigt. Das heißt, sie bekommen mehr Zeit und sie bekommen einen Betrag, der es ihnen erlaubt, dieses Engagement wahrzunehmen, aber gleichzeitig sich politisch zu engagieren. Das wäre der richtige Weg. Vielen Dank, Frau Menge. Ich nehme noch weitere Wortmeldungen von Ihnen an, sobald Sie sich zu Wort melden. Frau Gaschke und Frau Botfeld in dieser Reihenfolge sind dran. Also ich hätte lange Jahre auch immer sozusagen eher das Pro-Parteien-Argument vertreten, kann aber jetzt etwas mehr Sympathie für Ihre Argumentation insofern aufbringen, dass ich auch denke, es gibt natürlich eine
zum Teil wirklich auch unsinnige Parteipolitisierung von lokalpolitischen Inhalten, die eigentlich wirklich Sachfragen sind. Da kann man zwar dieser oder jener Meinung sein, aber es lässt sich häufig gar nicht so sehr gut an der Parteizugehörigkeit festmachen, was dann zu zum Teil albernen Ritualen, zum Beispiel bei uns, also zwischen SPD und CDU, geführt hat. Also man haut drauf, weil es die CDU gesagt hat. Es ist aber trotzdem richtig. Also das ist sozusagen ein negativer Nebeneffekt, den man zumindest irgendwie versuchen muss einzuhegen, weil er sonst eben Politik auch wieder sehr unattraktiv. Also ich habe nie erlebt, dass irgendjemand freiwillig zugehört hätte bei Ratssitzungen übrigens. Die sind ja öffentlich, man kann da hingehen, die Tribüne war immer leer. Sie dauern auch 9 Stunden, also insofern muss man sozusagen die Begeisterung natürlich auch aufbringen. Und bei den Parteien würde ich sagen, ja, dieses Qualitätssicherungsargument, das ist sicher richtig. In der Theorie, in der Praxis müssen die Parteien das natürlich auch einlösen. Und die Frage ist eben, wie gut tun Sie das noch, wenn Sie bestimmte Berufsgruppen und Menschen mit einem bestimmten Hintergrund praktisch komplett ausschließen durch Ihre Art der Rekrutierung? Und ich glaube auch, also die Lösung wird vermutlich in den Parteien zu suchen sein. Ich sehe die Einwände sozusagen gegen undefinierte Einzelbewerber sehr klar. Aber das heißt eben, die Parteien müssen sich selber, und das dürfen wir als Bürgerinnen und Bürger und als Parteimitglieder von Ihnen verlangen, Sie müssen sich selber eine andere Art von Qualitätssicherung verpassen. Also genau wie wir nicht mehr akzeptieren, dass wir Parteien haben, die keine Frauen haben, will ich noch akzeptieren, dass wir Parteien in Kommunalparlamenten nur mit einer ganz engen, ganz bestimmten Sozialauswahl haben. Und ich fürchte, da muss man auch wirklich Druck machen, sozusagen auch von außen. Also mein Plädoyer wäre auch immer, die Parteien nicht alleine lassen mit diesem Problem. Die Parteien haben natürlich immer noch das Gefühl, es ist genug Konkurrenz um jeden einzelnen Posten, den ich gerne haben will. Es ist genug Stress mit der Liste. Es ist selbst in meinem kleinen Wahlkreis mit den 300 Stimmen will vielleicht noch ein anderer rein. Also ich muss mir gar nicht neue Leute dazu holen. Aber so war es halt bei der Frauenquote auch und der gesellschaftliche Druck muss halt wachsen, ist trotzdem zu tun. Sie haben gerade die 9-stündigen Ratssitzungen erwähnt. Die habe ich hier aus meiner Oldenburger Erfahrung noch nicht erlebt. Aber Sie haben die Forderung aufgestellt, in Ihrem Buch steht, dass man sich also als Politiker oder Politikerin nicht groß tun soll mit der verwendeten Zeit, sondern mit der genutzten Zeit. Ist das etwas, woran man drehen kann? Kann man an der Stellschraube drehen? Ich kann nur über Öffentliches sprechen. Also tatsächlich sozusagen solche Diskussionen führen, wie wir sie führen. Zeitungen können solche Sachen aufgreifen. Also ich habe mal alte Ausschnitte aus den Kieler Nachrichten gelesen, sozusagen auch als ich mich vorbereitete auf das Amt. Also zum Teil wurde da sehr stark versucht, auch so eine Stil- und Formkritik zu machen und zu sagen, also wofür waren denn jetzt hier die 9 Stunden gut? Was ist denn das Ergebnis? Was weiß ich, der Haushalt der Stadt Kiel sind 800 Millionen Euro, beraten wird über relativ periphere Projekte für 2 Millionen. Also das ist ein großes Missverhältnis und es sind auch bestimmte Typen sozusagen, die ja glücklich sind über die Zeit, die sie am Mikro sind. Deswegen gebe ich es jetzt auch ab. Vielen Dank. Frau Bothfeld ist dran. Ja, es sind ganz viele Anschlüsse jetzt da, wo man angreifen kann und nochmal nachgucken. Diese viele Zeit, das ist das eine, das ist nicht nur in Kiel so, das ist anscheinend auch woanders so. Durchschnittliche Arbeitszeit haben die abgefragt bei den Bürgermeisterinnen. Da musste ich mich dann auch erstmal hinsetzen, weil ich dachte, ich als Professorin arbeite schon viel. Aber das habe ich doch dann mit Erstaunen zur Kenntnis genommen. Also die Hälfte der hauptamtlichen Bürgermeisterin ist zwischen 50 und 60 Stunden pro Woche tätig. Da will jemand was sagen. Ein weiteres Drittel bis zu 70 Stunden pro Woche und 12% bis zu 80 Stunden pro Woche. Jetzt weiß man natürlich auch wieder immer, wie Umfragen irgendwie funktionieren und dass wenn Leute das gerade als sehr großes Arbeitsleid empfinden, dass sie natürlich dazu neigen, auch eine höhere Zahl anzugeben. Aber ich denke, dass das, was wir auch wissen über die Kommunalpolitik, was auch geschildert wurde, dieses Mitmachen in Netzwerken tätig sein, das ist eine Grundvoraussetzung dafür, dass man den Job machen kann, stelle ich mir so vor oder habe ich auch woanders gefunden, auch in der wissenschaftlichen Literatur. Sie müssen vernetzt sein, nicht nur in die Fraktionen oder in die Regierungsfraktionen, in den Rat, in die zivilgesellschaftlichen Organisationen, in die Parteien und dann am besten noch ein bisschen weiter ausgreifen, sodass sie dann, wenn sie Anliegen haben, dass sie auch durchsetzungsfähig sind und diese Netzwerke auch aktivieren können. Und das kostet Zeit. Das wissen wir ja. Mit Leuten reden kostet Zeit. Und deswegen Debatten abkürzen. Ich denke das auch immer. Ich setze vor meinen Studierenden und dann denke ich, können wir jetzt mal zum Punkt kommen, können Sie jetzt mal sagen, was richtig ist. Sie haben doch den Text alle gelesen. Aber das ist ja nicht Ziel der Sache. Das ist eine Funktion, dass man Informationen austauscht. Die andere Funktion ist natürlich auch eine Legitimationsfunktion, die die Parlamentsdebatte hat oder die eben auch der Austausch im Kabinett oder dann mit den Kolleginnen und Kollegen hat. Und das lässt sich eben nur sehr begrenzt steuern. Das heißt, auch dieser Austausch ist wichtig. Parlamentsdebatten werden immer
auch dokumentiert. Die sind dankbarer Gegenstand für BA-Abschlussarbeiten und Masterarbeiten. Das heißt, da lässt sich das natürlich auch alles nachvollziehen. Und deswegen sind die Debatten, auch wenn da niemand auf der Tribüne sitzt, doch einfach wichtig, weil da natürlich auch die politischen Argumente ablesen, die wir nachher später auch interpretieren und verarbeiten. Es ist nicht alles umsonst, wenn man da so lange sitzt. Das hat eine wichtige Funktion. Wo man da abschneiden kann, ist dann die andere Frage. Wäre ich auch immer dafür, das ist eine Sache, die in der Gleichstellungspolitik hoch und runter seit Wissen, also der Forschung darüber seit sehr langer Zeit, bestimmt seit 20, 30 Jahren, so lange wie die Frauen feministische Forschung sich damit befasst, immer wieder thematisiert wird. Die Sitzungen sind zu lang, die sind in den Abendstunden. Das ist nicht vereinbar mit was auch immer. Da muss man, genau muss man sich da wohlfühlen, dass man das gerne hat, gerne macht und sich da auch wiederfindet. Aber einen Punkt möchte ich doch noch ansprechen, weil ich glaube, dass so wenige Frauen politisch aktiv sind, auch auf kommunalpolitischer Ebene. In den Parlamenten sieht das anders aus. Da haben wir Frauenanteile zwischen 18%, in, ich weiß gar nicht mehr, Baden-Württemberg ist das, und 41%, raten Sie mal wo, in Bremen natürlich, in Niedersachsen 29%, also das sind die Frauenanteile in den Parlamenten und in den Kommunen eben sehr viel darunter. Es ist nicht eine Frage der Vereinbarkeit, das ist das, was die Politikerinnen auch sagen, die darüber berichten, sondern auch, und da wird es dann nochmal brenzlig, die Frage der politischen Kultur. Diese politische Kultur, könnten wir jetzt alle Fantasie an den Tag legen, brauchen wir nicht. Wir können auf Basis der Erfahrungen, die hier sind, oder könnten wir nochmal gucken, wie lässt sich das eigentlich verändern, was ist politische Kultur, was gehört dazu? Und dazu gehört natürlich auch, wie trägt man Konflikte aus, wie baut man Netzwerke, wie verhält man sich in der Rede, wie geht man auf die anderen zu, wie steht man zur Parteidisziplin und so weiter und so fort. Das heißt, diese politische Kultur, die taucht sozusagen auf sehr verschiedenen Ebenen wieder auf und die kann sehr unterschiedlich natürlich auch sein zwischen den Städten, Oldenburg, Kiel, Bremen, würde ich auch mal dazu nehmen, und natürlich auch da, an welche Organisationen Sie sich immer auch wenden, die Partei, die Fraktion, das Parlament, die Stadt und so weiter. Vielen Dank. Ich habe Sie jetzt gerne lange reden lassen, weil alles dazugehörte zum Thema. Ich komme jetzt mal, achso, gibt es noch ein zweites, wunderbar. Okay, ich schreibe mir das auf jeden Fall jetzt auf. Okay, hallo, mein Name ist Barbara Witte, ich bin völlig parteilos. Das werde ich auch bleiben. Ich würde gerne wissen von Ihnen, Frau Gaschke, was ist der Punkt, an dem Sie sagen, wenn man jetzt angenommen, man will Parlamente wirklich bunter haben, an welcher Stelle würden Sie sagen, muss da was passieren? Also bei den Einzelnen, die vielleicht da rein wollen, Sie haben die Erfahrung gemacht, Sie sind nicht die Erste, die, ich sag mal in Anführungsstrichen, damit gescheitert ist, von außen in die Politik reinzukommen. Wo ist der Hauptstolperstein? Wo muss es anders sein? Wo muss man von vornherein bei sich selber, sagen wir mal, einen Punkt setzen, wo man sagt, okay, da hätte ich, was weiß ich, mir ein Coaching holen müssen, keine Ahnung. Ich glaube, Coaching, das ist immer so die Frage. Also es ist eine Frage von Charisma und so, welche Voraussetzungen bringe ich mit? Kann ich einen Raum wach halten über 20 Uhr hinaus? Also kann ich überzeugend sein in der Argumentation? Und wenn man da Hilfe braucht, soll man sich die auf jeden Fall holen. Ich glaube, unerlässlich für die Quereinsteiger, und wenn man es sich bundesweit mal anguckt, auch in den Landesparlamenten, ist halt in der Tat, und da haben Sie, das haben Sie schon gesagt, also die Unterstützung der Führung. Die Parteiführung muss das wollen. Die Leute, die geholt werden und sozusagen dann kontinuierliche Unterstützung haben, sind in der Regel erfolgreich. Wo diese Unterstützung fehlt, sind die auch ganz schnell wieder weg. Und man schmückt sich auch gerne sozusagen mit Pseudo-Quereinsteigern. Also das gesamte, also wenn Sie denken an das Steinbrück-Team zur Bundestagswahl, alles Quereinsteiger, alles Leute, die in ihren Berufen arbeiteten, eigentlich alles sowas, wie man sagt, so hätte man es ganz gerne. Natürlich unter den Bedingungen einer großen Koalition ist es dann zwangsläufig anders im Bund, aber Sie haben in der SPD nur engste Parteiführung jetzt in der Regierung. Nicht? Also da, keiner von diesen Quereinsteigern wurde je wieder gesehen hinterher. Nicht? Und das ist natürlich eine Mogelpackung. Ich glaube, wir brauchen so ein öffentliches Drüberreden, das es für die Parteien langsam peinlich macht, wenn sie nicht auf ihren echten, ernsthaften Listen und echt ernsthaft für Mandate ein paar spannende Exoten dabei haben.
Und dass man dann auch weiß, das kostet Mühe, die werden vielleicht auch sich manchmal nonkonformistisch verhalten und gar nicht verstehen, dass wir das in der SPD doch immer so gemacht haben und das jetzt nicht von selber machen. Und das ist ein langsamer, mühsamer Prozess, es wird Jahrzehnte dauern, man muss diesen Druck öffentlich erzeugen, bis es einfach irgendwann zu peinlich ist. Und dann werden die klugen Parteiführer, die irgendwie vielleicht auch wollen, dass die SPD mal nicht mehr bei 23% verharrt in dieser Hoffnungslosigkeit, die werden dann eben irgendwann vielleicht mal hingehen und es endlich so tun, dass sie das irgendwie ahnen. Wie gesagt, finde ich, kann man ja an dem Steinbrückschen Schattenkabinett schon ein bisschen sehen. Sind Sie noch Mitglied in der SPD? Ja, es ist eine große Partei und viele Menschen darin mögen schreckliche Fehler machen und schreckliche Dinge tun, aber ich finde, dann müssen die raus und nicht ich. Vielen Dank, Frau Gaschke. Offenbar eine Ergänzung von Frau Menge. Ja, wir haben auf Landesebene ein sogenanntes Mentoring-Programm. Wir rufen Frauen auf, sich zu engagieren in den politischen Parteien. Sie können sich dann in den jeweiligen Kommunen oder Landkreisen aussuchen, welche Politikerin, welchen Politiker auf kommunaler Ebene sie sich zuwenden und begleitet werden möchten, um mal in den Laden reinzuschnuppern, um mitzubekommen, wie läuft das da jetzt gerade. Ich glaube, Bewerbungsschluss ist im März, läuft wieder so ein Mentoring-Programm. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Projekt, um Menschen die Möglichkeit zu geben, tatsächlich so etwas mal zu sehen, aktive Leute zu begleiten und hinterher wie sich die Entscheidung zu treffen, traue ich mir das zu, will ich das? Und wenn ich das will, sind schon einige Schwellenängste, glaube ich, überwunden. Vielen Dank. In Anlehnung an Frau Gaschke möchte ich mal eben kurz dazwischen flechten, dass es natürlich möglich wäre, sich eine Frauenlobby vorzustellen, aber es gibt keine Exotenlobby. Also da es wird schwieriger, die sozusagen geballt anzutreffen oder aufzurufen. Eine Wortmeldung. Ja, Sie hatten sich offenbar ohne mein Notiznehmen gemeldet. Dann wären Sie dran und dann geht es da weiter. Wir können ein bisschen sammeln vielleicht. Bitte. Okay, ich glaube, meins passt vielleicht auch gerade ganz gut. Mein Name ist Matthias Türk, ich bin Mitglied der Grünen Jugend, auch ehemaliges Mitglied des Bremer Landesvorstandes und natürlich auch Mitglied in der Grünen Partei. Sie hatten gesagt, Frau Gaschke, Politik ist vor allem was für Zeitreiche. Ich meine, dass ich da auch meine Studie zu... Also Sie sagen, Sie haben selber eine kleine Studie durchgeführt. Ich meine, dass ich auch mal eine richtig wissenschaftliche Studie dazu gelesen habe, bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Vielleicht weiß Frau Botfeld da mehr. Meine Frage wäre, meinen Sie nicht auch, dass sich, damit wir eine buntere Politik kriegen, auch was an den Strukturen ändern müssten, dass wir nicht nur mehr Druck brauchen auf die Parteien und eine öffentliche Diskussion darüber, sondern dass wir auch tatsächlich da ran müssen, dass, also Frau Menge hat schon eine Sache genannt, dass man vielleicht auch die Leute bezahlen müsste, damit sie weniger arbeiten müssen, mehr Zeit dafür haben. Meinen Sie, dass noch andere, dass vielleicht noch andere Dinge notwendig sind, damit wir eine buntere Politik kriegen als nur öffentlicher Druck? Vielen Dank für die Frage. Weil die Wortmeldungen gerade so überschaubar sind, frage ich mal die beiden, die sich noch gemeldet haben. Können Sie da anschließen oder haben Sie was ganz anderes auf dem Herzen? Halt das schon für anschlussfähig. Also mein Name, mich sehen nicht alle, aber das ist jetzt ja auch nicht das Entscheidende. Mein Name ist Anni Nottebaum, ich komme aktuell auch aus Bremen. Ich habe auch so eine Schülersprecher-Einstiegssache gemacht und vor 20 Jahren habe ich mich der Parteipolitik genähert, bin also jetzt immer noch bei den Grünen Mitglied, allerdings nicht aktiv. Das habe ich 10 Jahre gemacht in NRW, in Niedersachsen und in Bremen. Und meine Beobachtung aus 10 Jahren aktive Politikbegleitung ist, das höchste Gut einer Politikerin oder eines Politikers ist Berechenbarkeit. Das ist die Vertrauenswährung. Dazu hätte ich auch gerne von Ihnen mal vielleicht noch persönlichen Satz. Politische Kultur, ja, es geht doch in der Demokratie, und das ist ja heute unser Oberbegriff, auch um Mehrheitsbeschaffung. Denn weder eine Partei noch ein einzelner Mensch kann irgendwas gestalten, wenn er nicht die Mehrheit einer Gruppe hat. Dazu würde mich auch noch von Ihnen persönlich was interessieren. Und das letzte Stichwort ist Politsprech. Also diese besondere Art zu reden und diese besondere Art, mit vielen Worten nichts zu sagen. Ich glaube schon, dass Politiker in Deutschland groß werden, die das gut beherrschen, weil sie damit auch vielen persönlich nicht so nahe treten, wie wahrscheinlich Sie, Frau Gaschke, das gemacht haben. Das war so meine Wahrnehmung von dem, was ich aus den Medien hatte.
Ja, und wenn man sich da dann irgendwann mal in die Fettnäpfchen bewegt hat, dann hat eine Frau es, glaube ich, auch besonders schwer. Also politische Kultur, Stichwort Berechenbarkeit als Vertrauensmerkmal der Person, Mehrheitsbeschaffung als Ziel all meiner politischen Gestaltung und diese besondere Kommunikation zu lernen, das sogenannte Politsprech, das interessiert mich. Danke. Ja, vielen Dank für das Fragenbündel. Das geht ja an Sie alle wahrscheinlich. Also Sie haben jetzt die Möglichkeit. Möchte jemand freiwillig? Frau Botfeld. Ich glaube, dass Sie da ein ganz wichtiges Thema ansprechen. Das kam ja auch unter in der Vorbereitung, wo ich auch mal so quer gelesen habe, weil diese Frage, die wir hier diskutieren, wirklich ganz breit auch auszulegen ist. Berechenbarkeit und Vertrauen, das denke ich auch, das ist einfach die Währung, womit es eigentlich in der repräsentativen Demokratie nur geht. Also dass die Politikerinnen und Politiker natürlich für was stehen und das auch vermitteln wollen. Es gibt natürlich diesen anderen Pol, wo man sagt, die versprechen was im Wahlkampf, dann halten sie das nicht ein, das muss man doch sanktionieren. Naja, die Wahrheit liegt natürlich schon irgendwo dazwischen. Man muss ein Programm machen, da muss man sich dran halten oder man muss versuchen, das umzusetzen. Man muss es natürlich auch so vermitteln und man muss auch unangenehme Wahrheiten so vermitteln, dass es auch vernünftig und nachvollziehbar erscheint. Das ist ein Dilemma, was praktisch nicht aufzulösen ist. Das ist das Problem der Politik. Da stürzen viele Leute drüber, da streiten sich viele Leute drüber und da kommt man sozusagen immer wieder an den Anfang zurück. Ich will das so erklären. Sie können nur einen Konsens herstellen, wenn Sie Argumente vertreten und die auch so verkaufen, dass sich Leute damit identifizieren kann. Und das muss man natürlich auf eine bestimmte Art und Weise tun. Und die Grenzen sind da sehr fließend. Sprache ist dehnbar. Das weiß keiner besser als die Journalistinnen hier unter uns. Das heißt, was Sie mit der Sprache tun, wie Sie was interpretieren, wie Sie das framen, das ist einfach unglaublich wichtig, um eben auch Leute hinter sich zu bekommen und eben Argumente verkaufen zu können. Es gibt zwei schöne Beispiele dafür. Das eine ist die vielgerühmte Wahlfreiheit, wo wir schon seit über 30 Jahren immer drüber diskutieren. Alle wollen sie, aber es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten, das umzusetzen. Es ist reines Politiksprech, würde ich sagen, in dieser Definition. Das andere Beispiel, was ich sehr schön finde, ist das der doppelten Staatsbürgerschaft. Niemand braucht eine doppelte Staatsbürgerschaft. Das ist sozusagen diese Konnotation gewesen und damit ist eine Wahl gewonnen worden. Ne? Diese doppelte Staatsbürgerschaft und diese Ablehnung der Zuerkennung dieser zweier Staatsbürgerschaften. Ich will nur sagen, das sind Beispiele dafür, wie man vermeintlich einen Konsens schafft und Leute hinter sich schart und das ist ein Mechanismus in der Politik. Wir kommen da nicht ganz raus, weil alles auch sprachlich vermittelt wird. Und deswegen ist es eben umso wichtiger, das ist das, was es bunt macht, das ist, was auch die Authentizität schafft, das ist eben, wenn Politikerinnen sich auch trauen, sich hinzustellen und zu sagen, das geht nicht, das brauchen wir, das müssen wir, also auch konfrontativ werden. Man muss natürlich immer Check and Balance machen. Man muss gucken, wie weit kann ich gehen, wie weit habe ich da noch Rückhalt, wie weit kann ich das selber auch durchhalten, wie weit ist das durchdacht. Aber ich glaube, das ist das, was Politik interessant macht. Ich glaube, das ist auch das, was Spaß macht, dass man, wenn man in der Lage ist, selber da gestalten zu können, dass man das auch selber ausprobiert. Und ich glaube, das ist das Ganze, was das Ganze so reizvoll macht, wenn es denn eben Politikerinnen gibt, die kommen und sagen, ich mache es jetzt mal anders. Das ist ja auch erstmal interessant. Dazu noch einen kleinen Nachtrag. Wer damit in der Bundesrepublik angefangen hat, das waren natürlich die Grünen. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Das sind die Grünen gewesen, die sehr früh auch angefangen haben, öffentlich zu streiten. Ich kann mich da natürlich noch nicht mehr richtig dran erinnern, weil ich da zu jung war, als die Grünen gegründet wurden, als dass ich das hätte angemessen verarbeiten können. Aber die Grünen, die haben einfach auf sehr rückhaltlose Art und Weise Grundsatzdiskussionen im öffentlichen Raum ausgefochten. Das hat keine Partei vor ihnen gemacht und keine Partei danach. Und die Grünen sind, wenn ich das so beobachte, darin auch nicht mehr am stärksten. Die haben möglicherweise andere Qualitäten entwickelt, haben sich auch professionalisiert. Das Personal hat auch gewechselt. Aber wie oft kam es auch vor, dass grüne Politikerinnen öffentlich geweint haben? Also das habe ich sozusagen noch im Kopf in meinem Mediengedächtnis. Das war, würde ich mal sagen, über eine ganze Zeit war das jetzt nicht so, dass man da sofort irgendwie aus allen Wolken gefallen ist, sondern das gehörte eben zu dieser Kultur dazu und das gehört es auch bei den Grünen noch. Das wird noch
auch wenn man sich die Parteitage ansieht, natürlich sehr offen noch diskutiert bis zu einem gewissen Grad. Das geht auch bis dahin, dass die Leute emotional aus der Rolle fallen. Und das ist aber bei den Grünen bisher eigentlich kein Problem, dass das irgendwie geächtet würde. Womit ich nicht sagen will, dass nicht auch bei den Grünen, gibt es auch mannigfache Beispiele, oder zumindest brauche ich, glaube ich, nur Fischer sagen, also Andrea Fischer, der Rücktritt. Also es gibt auch Beispiele dafür, dass natürlich parteiintern man da nicht immer auf einen Kuschelkurs oder auf eine ganz große empathische Umgangsweise setzen kann. Das vielleicht kurz zur politischen Kultur. Ja, vielen Dank dafür. Frau Gaschke, Frau Mengel, noch Antworten auf das, was gerade angefragt wurde? Ja, vielleicht noch zu dieser Professionalisierungsfrage. Das ist es ja im Grunde, nicht? Dass man sagt, also wenn man nicht sagt, gar keine Parteipolitik mehr in den Kommunalparlamenten, also praktisch das Ganze nur auf Verwaltungs- und Sachfragen reduzieren, dafür würde ich aber niemals plädieren, dann kann natürlich eine Professionalisierung, also dass man sagt, man bezahlt die Leute irgendwie, also wie Landes- und Bundespolitiker eben auch, kann ein Weg sein, muss aber dann, glaube ich, einhergehen mit einer anderen Personalauswahl. Weil einfach nur die gleichen Leute jetzt sozusagen besser zu bezahlen, bleibt einfach meiner Meinung nach dann auch unterkomplex. Also insofern muss man weiter drüber nachdenken, auch natürlich, wie macht man es attraktiv für Leute. Ich finde auch immer, wir haben in Deutschland so eine fürchterlich unterentwickelte Kultur, also ja der Darstellung von Politik jetzt mal im kulturellen Bereich. Also warum gucken wir denn alle diese amerikanischen Serien, also House of Cards und West Wing und oder Borgen aus Dänemark und so. Das ist eine ganz andere Art sozusagen Politik auch als also schlimm und gefährlich und böse, aber doch attraktiv und interessant darzustellen. Das fehlt bei uns fast völlig. Also im Grunde auch Romane über Politik sind bei uns eigentlich fast immer nur Karikatur und nicht viel Fachkenntnis. Also ich sehe eher so einen gesellschaftlichen Prozess, der irgendwie am Ende darauf hinausläuft, dass Politik attraktiv sozusagen dargestellt wird und die Leute sozusagen aber auch besser werden. Also man kann schon auch Qualität erwarten und wenn man es professionalisiert, müssten die Leute einiges mehr leisten, als sie aus meiner Sicht im Moment tun. Die Frage mit dem Politsprech, also meine Erfahrung war einfach klar, für das System sind sie sofort eine Bedrohung, wenn sie anders reden. Aber die Menschen, denen sie einfach so begegnen, sind relativ dankbar. Also wir haben eine Grußwortekultur, das sind ja auch gar nicht nur gewählte Politikerinnen und Politiker, sondern das machen alle Verbandsvorsitzenden so und alle Feuerwehrpräsidenten und ich weiß, also jeder, der irgendwie öffentlich, also die Grußwortekultur ist wirklich, um Leute ins Grab zu predigen in diesem Land. Und wenn sie morgens beim Jahresempfang der AWO sozusagen die 5 Grußworte gehört haben, dann sind sie kurz vorm Koma. Und jeder weiß auch, dass es nichts bedeutet, es ist sozusagen nur die soziale Feldpflege, also wir sind jetzt alle da gewesen und nett zueinander gewesen. Aber das ist doch Mist. Also wenn Politik sowieso so wenig Gestaltungsspielraum, häufig schon alleine aus finanziellen Gründen hat, dann ist doch das, was ich habe, sozusagen ist die öffentliche Rede, ist die Möglichkeit, mal einen Gedanken in die Welt zu setzen, den nicht jeder sowieso schon 20 Mal hatte, und mal drüber zu reden. Und meine Erfahrung war, dass, wie gesagt, also dass das sehr gut angekommen ist, dass die Leute das dankbar angenommen haben, aber sie sind sofort natürlich quer zu der Art und Weise, wie die anderen das machen. Und es gibt eine gefährliche Neigung, nach meiner Beobachtung, sich in dieser Welt der Spiegelstrichpapiere zu bewegen und das schon für die Wirklichkeit zu halten. Also wenn wir ein Spiegelstrichpapier über das neue, was weiß ich, Jugendhilfekonzept gemacht haben, dann denken wir häufig, das wäre jetzt in der Wirklichkeit auch schon alles anders. Also die Kinder nicht mehr kriminell und können alle lesen und alles wundervoll. Und sozusagen, das ist eine ganz große gefährliche Illusion. Und der erliegen Kommunalpolitiker offensichtlich leicht und auch Leute, die Parteiprogramme schreiben. Ich bin überhaupt nicht gegen Programme und gegen Theoriepapiere, aber der Zwischenschritt sozusagen in die Wirklichkeit hinaus, der muss schon noch gemacht werden. Vielen Dank, Frau Gaschke. Frau Menge, Sie hatten noch Antworten auf das Fragenbündel. Ja, von der Kollegin, die von Berechenbarkeit und Mehrheiten gesprochen hat und auch von dieser Sprache, die Politikerinnen und Politiker benutzen. Die Berechenbarkeit aus der Sicht einer Landespolitikerin wie mir, die in einer Koalition sitzt, ist natürlich ein wichtiges Moment, um einem Land deutlich zu machen, wir sind berechenbar. Es steht eine Mehrheit und es ist in diesem Land eine knappe Mehrheit. Wir haben seit anderthalb Jahren eine Einstimmenmehrheit. Das verlangt von uns Grünen, dem kleinen Koalitionspartner, natürlich ab, dass man in dieser Koalition Kompromisse eingeht. Ich erinnere an das letzte Jahr, das ist mir sehr schwer gefallen, die Lehrerarbeitszeiterhöhung mitzutragen. Diese Lehrerarbeitszeiterhöhung für Gymnasiallehrkräfte hat in der Argumentation der Finanzpolitiker ihren Sinn. Grundsätzlich tangiert sie aber überhaupt nicht das eigentliche Problem, wie Bildungspolitik im Land gemacht wird und was eigentlich für Lehrkräfte heute schon zu viel an Belastung da ist.
Trotzdem ist das Signal ans Land, diese Koalition ist berechenbar. Ob der Inhalt dessen, was berechenbar ist, jetzt der geeignete ist, das lasse ich jetzt mal einfach so im Raum stehen. Mehrheiten zu haben ist auch eine Sicherheit, ist auch eine Berechenbarkeit, aber diese Mehrheiten zu halten bei allen strittigen Diskussionen im Energiebereich ist das jetzt, ich glaube, für die SPD ein riesengroßes Problem, denn wir haben auf Bundesebene eine große Koalition und die Energiepolitik und die Wirtschaftspolitik, die die große Koalition in Berlin macht, widerspricht in vielen Punkten dem, was die sozialdemokratischen Kollegen bei uns im Landtag wollen, aber nicht realisieren und auch nicht mehr dafür stehen können in der Ausdrucksstärke, wie man sich das wünscht. Und dann sind wir bei der Sprechweise und bei der Rede. Wie soll ich etwas verkaufen, hinter dem ich eigentlich stehe, aber aufgrund des nicht nur Fraktionszwangs, sondern aufgrund der dramatischen Situation, da hinten in Berlin sind sie in einer großen Koalition und hier sind wir mit den Grünen zusammen, wie kriege ich das jetzt hin? Da gibt es natürlich interessante Konstruktionen, so etwas dann auch rhetorisch zu verkaufen und das finde ich auch idiotisch und das finde ich auch blöd, aber ich kann das verstehen, wenn jemand in diesem Widerspruch und in diesem Konflikt trotzdem versuchen muss, die politische Rede glaubhaft rüberzubringen. Das ist nicht einfach mal eben so zu Hause zurechtgeschrieben oder mit Fachleuten zurechtgeschrieben. Man muss dann auch wirklich tatsächlich gucken, wie mache ich das? Nichts genießt im Landtag Niedersachsen die Opposition lieber, als dass sie da ständig zwischenschlagen kann und diese Mehrheiten und diese Berechenbarkeit ins Wanken bringen möchte. Und das muss man dabei berücksichtigen, bei der sogenannten politischen Rede oder Politsprache. Es sind ja keine Probleme mehr im Raum, sondern Herausforderungen. Ist es, Sie hatten vorhin von Spaß und von reizvoll gesprochen. Ist es das, was Sie meinten, dass es da immer wieder Hürden gibt und wo man sich dann auch daran reiben kann? Und die machen Spaß? Ja, das tun sie. Es macht Verkehrspolitik. Ich muss vielleicht dazu sagen, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, ich habe den Schwerpunkt Verkehr, Häfen und Schifffahrt, eine absolute Männerdomäne. Die Erfahrung, die Frau Gaschke gemacht hat, die kann ich teilen. Ich bräuchte jetzt bloß das letzte Erlebnis eines sogenannten nautischen Essens in Elsfleet wiederzugeben. Das ist schon der Höhepunkt eines Freitagsabends, wo man sich fragt, was soll das, wieso bin ich hier überhaupt hergefahren? Ich habe 40 Euro dafür bezahlt, für ein wirklich grottenschlechtes Essen. Und die Reden, es ging 2,5 Stunden an meinem Nebentisch, da wurde ich dann wenigstens gewahr, das ist ja auch so eine Kultur des Politischen, da sitzen an 43 Tischen jeweils 10 Menschen, 5 Frauen waren, glaube ich, in diesem Saal, davon eine, die hinterher mit so einer Büchse rumging, dass wir für die Weihnachtsgeschenke für die Seeleute sammeln, aber diese paar Frauen arrangieren sich ja auch damit. Also ich sah, dass eine Bedienstete gefragt wurde, ob sie vielleicht ein paar Salzstangen oder sowas an den Tisch bringen könne. Und da habe ich registriert, aha, ich bin hier nicht die Einzige, die Hunger hat. Ich bin aus Hannover gekommen, ich hatte noch kein Mittag gegessen und nichts und wartete nun also auf dieses Essen. Und dann habe ich die Bedienstete genauso gefragt und habe dann am Tisch auch deutlich gemacht, sagen Sie mal, das ist jetzt das 18. Mal, wie halten Sie das denn aus? Ja, das ist immer ganz schwierig, so 2,5 Stunden, die muss man irgendwie rumbringen. Und die Salzstangen und die Nüsse, die sie brachte, die waren binnen weniger Minuten weg. Das heißt, ich bin ja nicht die Einzige, das hat ja noch eine andere Dimension, das, was Frau Gaschke gerade angesprochen hat, den Mut zu haben, doch eigentlich für was anderes zu stehen und das zu problematisieren, was sonst keiner tut. Das ist, glaube ich, eine Kunst und man erfährt ganz oft, ey, es denken 120 Leute hier im Raum genau wie du. Wieso spricht es eigentlich keiner an oder wieso traut sich keiner, es auch so zu thematisieren? Das macht auch Spaß, ja. Auf der Einladung zum heutigen Abend werden Sie zitiert, also da haben Sie zitiert oder haben ein Zitat angeführt von einer Politikerkollegin, die sagte, man macht den ganzen Schwachsinn irgendwann mit. Ja, gut, dass Sie das nochmal ansprechen. Das ist die ehemalige Gesundheitsministerin gewesen, die hat gesagt, und am Ende machen Sie den Schwachsinn auch noch mit, das bezog sich auf ihre Idee einer Gesundheitspolitik, die sie reformieren wollte. Eine Idee, mit Menschen sich an einen Tisch zu setzen im Bund, also als Mitglied der Bundesregierung, mit Menschen an einem Tisch zu sitzen,
die nicht von der Pharmalobby dominiert werden. Und das Endergebnis ihrer Jahre, dieses Reformfreudige nach vorne zu bringen und den Menschen und auch den Kolleginnen und Kollegen aus der SPD zu vermitteln, das kann doch eine gute Gesundheitspolitik sein. Damit ist sie gescheitert, weil die Lobbyisten sich durchgesetzt haben. Und diesen Schwachsinn nicht mitzumachen, das ist mir Mahnung genug gewesen. Ich hätte in jeder Plenarsitzung jeden Abend die Chance, bei Banken, bei Versicherungen, bei Industriellen, bei anderen Unternehmen, bei sogenannten parlamentarischen Abenden mit teilweise Drei-Gänge-Menüs oder Schnittchen zu sitzen und mir das anzuhören. Das tue ich nicht. Das tue ich nicht. Das ist, wenn es irgendwie Verkehrspolitik tangiert und VW berichtet über Elektroautos, dann denke ich mir schon manchmal, wäre vielleicht ganz gut, wenn du da mal reinhörst. Zu 90% nehme ich mit, lohnte sich nicht. Setz dich lieber nett mit deinen Kollegen irgendwo hin, diskutier das, was hier gerade im Parlament abgelaufen ist und versuch da so die Essentials zu finden und ja, lass den Abend vernünftig ausklingen. Und diese Lobbypolitik, die nehmen aber gerne viele dankend auf. Das ist mir unverständlich, aber es ist insofern verständlich, weil viele sich davon versprechen, wenn die erstmal wieder an der Macht sind, dann haben wir einen direkten Zugang. Und das ist leider so, ich greife jetzt Frau Gaschkes Partei an, die CDU, FDP und die SPD machen das in deutlich stärkerem Maße als wir. Lassen wir das mal, vielen Dank, lassen wir das mal für einen Augenblick so stehen. Eine Wortmeldung hatten wir noch. Ich glaube, das Zuschauermikrofon ist bei Ihnen. Nein, wo ist es geblieben? Vielleicht geben wir es mal hier rüber. Und sagen Sie uns auch eben, aus welcher Ecke Sie sozusagen zu uns sprechen. Ich wohne seit kurzer Zeit in Oldenburg und bin nicht politisch engagiert oder parteigebunden. Mein Name ist Heinz Kneipp, schön, dass ich das noch fragen kann. Frau Gaschke hat das verschiedentlich angedeutet. Eine Stadt oder eine Kommune wird durch einen Bürgermeister auf der einen Seite ehrenamtliche Verwaltung, auf der anderen Seite und dann die Verwaltung gesteuert. Und dieses Dreigestirn hat mehr oder weniger häufig Probleme miteinander. Es ist in jeder Stadt ein bisschen anders getaktet, aber es ist häufig so, dass dieses Dreigestirn sich selbst ausbalanciert und dann nicht sehr effizient ist. Auf der anderen Seite hatten Sie gesagt, dass eine Stadt wie Oldenburg oder auch Kiel ein Unternehmen ist, was wir kaum finden in der Wirtschaft, eine Vielfalt an Aufgaben und Komplexität. Es geht also von Wissenschaft über Soziales, über Hochbau, Tiefbau bis zu Schiffen und so weiter. Also man sieht, dieses Dreigestirn muss einen Riesenfund stemmen und gleichzeitig steht es sich sehr, sehr häufig, wie an Ihrem Beispiel, aber Oldenburg hat da auch seine Erfahrung gemacht, im Wege. Und gleichzeitig sagt Frau Gaschke, wir haben es mit einer Kommunalverwaltung, also ehrenamtlichen Verwaltung, also sprich Politik zu tun, die sehr zeitverwöhnt ist in ihrem Privaten. Nur deshalb kann sie sich erlauben, das häufig zu betreiben. Nun frage ich mich aber, wenn man eine solche Komplexität zu steuern hat und das Wissen in diesen einzelnen Politikfeldern oder Unternehmensfeldern immer gewaltiger wird, die Halbwertszeit immer geringer wird, dann bedeutet das ja auch, dass unsere Gesellschaft, wir alle, immer höher besser ausgebildet werden, aber auch gleichzeitig immer zeitarmer werden, weil wir verbringen unsere Zeit nicht nur in Oldenburg, wir sind häufig unterwegs, wir können gar nicht in Parteien mitarbeiten, weil unsere Zeitstrukturen, Familienarbeit und so weiter das gar nicht zulässt. Und die Frage ist, gibt es aus der Politikwissenschaft Ansätze, dass die niedersächsische Gemeindeordnung oder die schleswig-holsteinische Gemeindeordnung auf diese Entwicklung der Gesellschaft eingeht und Menschen, die zwar politisch sind, aber nicht diese Zeit und dieses Interesse an dem Gesamtfeld einer Partei mitbringt, zu integrieren, auch also aus Normativ zu integrieren, geht das? Und die andere Frage ist, glauben die Grünen oder auch die SPD, dass sie es überhaupt aushält mit ihren Parteien, dass auf Zeit oder nur themenspezifisch Menschen hinzukommen, die ihr Wissen einbringen, auch mit einem politischen Kontext, aber ihr Wissen eben spezifisch einbringen, in Kultur oder Bildung oder Wirtschaftsförderung oder Tiefbau oder so weiter. Ist das überhaupt möglich für Ihre Kultur der Parteien und gibt es im normativen Rahmen eine Möglichkeit, das überhaupt zu integrieren? Warum ich das frage in Bezug auf die Politikwissenschaft? Jede Stadt hat sehr, sehr viele Unternehmen, AGs, GmbHs. Und wenn wir uns das mal anschauen, da sitzen in den Aufsichtsräten Leute, die in der Stadtverwaltung, die im Stadtrat gewählt sind, die aber von ihrem Wissenshorizont und ihrem Bewusstsein, und das ist keine Abwertung, dieser Aufgabe niemals gerecht werden können, sondern sie werden abgefrühstückt, weil der jeweilige Vorstand dieser Gesellschaften verarscht sie. Und sie können dem gar nicht nachkommen. Das heißt, in diesen Aufsichtsräten, unsere Städte sind so organisiert, sitzt im Prinzip
das Nichtwissen dem Wissenden gegenüber. Das kann keine gesunde und effiziente Unternehmenspolitik sein. Und wir, die Gemeinschaft, der Staat, kriegt das gar nicht richtig mit. Es ist uns gar nicht richtig im Bewusstsein, was dort passiert. Und deshalb sind diese Unternehmen häufig weniger effizient und können auch nicht der Effektivität folgen, die das politische System sich so sehr wünscht, weil sie das einfach inhaltlich nicht umsetzen können. Letzter Gedanke vielleicht nur noch ganz kurz. Das Problem, was dahinter aus meiner Sicht auch dahinter steht, ist, dass ein Aufsichtsratsmitglied, was aus der Stadtverwaltung kommt, auf der einen Seite dem Kollektiv, nämlich dem gewählten, der gewählten Programmatik verpflichtet ist, aber in dem Moment, wo es abgeordnet wird in den Aufsichtsrat eines Unternehmens, der Schweigepflicht unterliegt und seiner eigenen Entscheidung unterliegt. Das heißt also, hier haben wir ein Problem, dass der einzelne Mensch, der gewählte Stadtverordnete, hier niemals seiner eigentlichen Aufgabe in einem Unternehmen gerecht werden kann. Und dazu müsste es politikwissenschaftlich oder im Prinzip eine Antwort geben. Und ich weiß nicht so genau, ob dort überhaupt etwas in der Pipeline ist. Vielen Dank für die ausführliche Frage. Wenn es jetzt Antworten gibt, würde ich einfach vorschlagen, die nicht so ausufernd werden zu lassen. Denn langsam geht die Zeit auch schon dem Ende zu. Aber ich will Sie nicht daran hindern zu antworten. Also Frau Menge, möchten Sie anfangen? Das können wir auch machen. Bitte schön. Frau Botfeld. Ich glaube, Sie schildern ein Problem, was in der Tat ein großes Problem ist, dass man die Rollen nicht trennen kann, dass man Komplexität nicht überschauen kann. Ich glaube, das ist eine Einsicht, die immer noch nicht alle teilen, aber das ist eine Einsicht, die wir zur Kenntnis nehmen müssen, dass politische Prozesse überkomplex sind. Gerade Gemeindestrukturen, Bürgermeisterämter haben eine Komplexität, die eine Person nicht übersehen kann. Das ist einfach so. Es gibt sicherlich Leute, die sehr kompetent sind. Es gibt da ganz gemeine Ausdrücke für. Komplexe Prämissenspeicher werden hochaktive Manager genannt. Das sind einfach Leute, die durch ihre Fachkenntnis, ihren Hintergrund, ihre Art zu arbeiten, durch ihre kognitiven Kompetenzen dazu in der Lage sind, viele Sachen schnell zu überschauen und eben Entscheidungen zu treffen. Deswegen ist es nicht von ungefähr, dass eben viele Leute, die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister werden, zumindest ein Hochschulstudium haben oder sogar promoviert sind, 82%. Also das kann man darin ablesen. Es braucht Leute, die es wirklich auch überschauen. Das ist ein Punkt, wo man sagen kann, diese Soziologie der Gemeindepolitiker ist sozusagen da auch ein Angriffspunkt. Natürlich, natürlich. Das ist nicht die Frage, sondern die Frage war, wie kann man, das ist überhaupt gar nicht die Frage, ich will das nicht in Abrede stellen, dass man natürlich auch ohne Hochschulstudium ein sehr guter Bürgermeister oder eine sehr gute Bürgermeisterin sein kann. Das ist nur, was die Statistiken zeigen. Ne? Gut, wir kommen da nicht ganz raus. Rollenvielfalt, das ist überall da, wo hochqualifizierte Leute arbeiten, sind sie in verschiedenen Rollen tätig, sie kumulieren Mandate und da eben klar durchzugehen. Dazu gibt es natürlich Vorschriften, da wo Interessen berührt sind, gibt es natürlich Kontrollgremien, die das zumindest von der materiellen Seite her kontrollieren. Die Lobbyarbeit, das ist natürlich immer wieder Gegenstand, auch wo man diskutieren muss, wo man gucken muss, funktionieren die Kontrollmechanismen, und ich glaube, dass das auch ein immer währendes und mitlaufendes, auch politikwissenschaftliches Thema ist, was wichtig ist im Auge zu behalten. Fachleute und Kommunalpolitik, wie kann man da eigentlich sicherstellen, wenn man Kommunalpolitik machen möchte, sich beteiligen, am direkten Kontext, sozialen Kontext mitwirken? Wir haben in Bremen ja das Beirätesystem und wir haben eine Diskussion über das neue Beirätegesetz. Und es gibt Kollegen von der Universität Bremen, die eine Studie gemacht haben, wo sich mit den Beiräten, die Leute, die in den Beiräten sind, also sind diese Stadtbezirke, die haben Sprecher, und die Leute, die sind eben keine Politiker, sondern es sind eben wirklich Leute, ein Bevölkerungsquerschnitt. Die sind natürlich auch parteipolitisch besetzt. Da kam jetzt auch der Vorschlag, dass die Beiräte auch besser noch unterstützt und geschult werden müssen, um sich da eben auch mit zu befassen. Es hat dann so ein bisschen Aufregung gegeben, was man den Beiräten abverlangt, zumutet. Aber das ist eine Reaktion gewesen auf das Problem, dass es Konflikte gab zwischen der Verwaltung und eben den Kommunalpolitikerinnen auf der untersten Ebene. Ich glaube, das ist ein guter Ansatz, auch an der Basis ein Stück weit Professionalisierung oder Information, Schulung auch zu fördern. Ich glaube, das ist ein Stück, was eine moderne Demokratie verlangt, wenn wir sagen, wir wollen eine breite Partizipation auch an der Basis. Da muss man eben den Leuten auch die Möglichkeit geben, sich dafür auszubilden und eben auch eine Fachlichkeit zu entwickeln.
Vielleicht noch ganz kurz zur Zeit, weil das ein Punkt war. Für die Gemeindeordnung, da kann ich Ihnen leider nichts sagen, aber es ist natürlich die Frage in den Landesparlamenten, wie weit können die als ehrenamtliche Parlament oder als Teilzeitparlament, in Bremen sind wir haben wir ein Teilzeitparlament, wie können die eigentlich funktionieren? Und auch das ist immer wieder eine Frage. Also wie kriegt man eigentlich das normale Leben denn auch mit dem politischen Amt zusammen? Wie kriegt man das vereint? Und das ist sozusagen immer wieder ein Knackpunkt, wo sich herausstellt, das können eigentlich nur bestimmte Berufsgruppen, das können nur bestimmte Leute wirklich gewährleisten. Und die Leute, die natürlich im Landesparlament sitzen, sind natürlich auch nicht repräsentativ für die Bevölkerung hinsichtlich der sozioökonomischen Merkmale. Das ist ganz klar. Frau Gaschke, bitte. Ja, also das eine sozusagen, können die Parteien ertragen, dass Leute nur punktuell oder projektbezogen mitarbeiten? Nach meiner Wahrnehmung können sie das nicht gut und es gibt dafür auch kein etabliertes Prozedere irgendwie. Es würde ja schon reichen, wenn man mit den eigenen Mitgliedern anfinge. Da sind ja ganz viele, also auch durchaus selber Unternehmer oder in der Wissenschaft aktiv oder sind in der Bundeswehr was Wichtiges, machen spannende Sachen. Und ich glaube, dass Vorstände in Parteien das zunehmend als ihre Aufgabe begreifen müssen, wir kriegen es aber wieder nur über öffentlichen Druck und so einen langsamen Kulturwandel hin, dass die Personalpolitik in dieser Weise machen. Also nicht immer nur sozusagen den eigenen Nachwuchs, der ihnen selber total ähnelt, sondern genau sozusagen auch punktuell an einzelnen Stellen dann Leute ansprechen, einbeziehen. Also schon die eigenen Genossen würden sich manchmal so freuen, wenn sie mal gefragt würden. Es ist nur eben schwierig, weil Parteien dazu neigen, natürlich so ideologische Wasserstände auszubilden. Und das ist dann, da wurde ja vorhin nach der Verlässlichkeit auch gefragt, und so, man kann da natürlich auch nicht jedes Mal gegen angehen, man kann nicht jedes Mal das Rad neu erfinden, man muss eben auch gucken, was ist denn da jetzt unser beschlossener Diskussionsstand? Klar, aber wenn ich feststelle, dass mir ein Wissenschaftler zum Beispiel also sagt, dass das gar nicht funktioniert mit der Evaluierung der, gut, das ist jetzt nicht Kommunalpolitik, aber mit der Evaluierung der Universitäten oder mit dem Bachelor-Master-Programm oder so, dann muss ich vielleicht auch mal aushalten, dass sozusagen sogar in der eigenen Partei oder bei diesem eigenen Experten, der sich zu mir hingezogen fühlt, zu meiner Partei, dass es dann Widerspruch mit der Wirklichkeit gibt. Nicht? Und dass man dann vielleicht an der Programmatik oder an der kostbaren Ideologie noch mal ein bisschen feilen muss, um sie sozusagen wirklichkeitstauglicher zu machen. Das ist aber anstrengend und da haben die dann häufig wenig Lust drauf. Aber ich glaube, das brauchen wir. Und ich würde sagen, sogar ein zweiter Schritt kann sein, Leute von außerhalb. Wir haben genug sogar schon in den Parteien, die aber auch nicht gefragt werden. Und das andere sind die Aufsichtsräte und das ist ein Skandal. Da haben Sie vollkommen recht, es ist eine Katastrophe. Sie machen sich aber auch damit kein bisschen beliebt, wenn Sie sagen, Leute, ihr seid doch für diese Aufsichtsräte wirklich nicht qualifiziert. Also ich habe als erstes sozusagen, ich habe 29 Aufsichtsrats- und sozusagen Beiratsmandate von meinem Amtsvorgänger geerbt. Also alleine, wenn man die ernsthaft ausfüllen wollte, sozusagen, wäre das ein ganz eigener Job und der wäre schon für einen Menschen zu groß und ein Oberbürgermeister hat dafür gar keine, also ganz bestimmt nicht die Zeit. Und ich habe dann erstmal gesehen, was man davon loswerden kann und ich habe zum Beispiel bei etwas wie der Sparkasse gesagt, denn da habe ich nun wirklich nicht den Fachverstand für. Und den kann ich mir auch nicht durch sparkasseneigene Schulungen erwerben, die mir dann sagen, auf welche Kennzahlen ich achten muss und dann ist alles gut. Und wir haben auch zu viele Skandale und Katastrophen mit Landesbanken zumindest erlebt. Bei den Sparkassen geht es auch um erhebliche Größenordnung an Geld. Also habe ich sozusagen sofort versucht, einen ehemaligen Investitionsbankvorstand zu gewinnen, der für mich das Mandat wahrnimmt. Aber was war das ein Theater? Der Sparkassenchef wollte das nicht gerne haben, weil er ja wusste, da sitzt jetzt dann vielleicht ein finanzpolitischer Fachverstand, der im Zweifelsfall Stress machen könnte. Und die ganzen kommunalen Politikvertreter fanden das natürlich auch eine Beleidigung, weil sie konnten das doch super kompetent. Also die Kindergärtnerin. Oder der, nicht? Also ich sage nichts gegen Kindergärten, um Gottes Willen. Gut, wollen wir in der Politik. Aber ich nehme an, dass auch bei ihr sozusagen der bankenpolitische Sachverstand also nicht weit von meinem entfernt war. So, und ich bin auch nicht mal dafür, sozusagen gar keine Politik mehr in den Aufsichtsräten, aber es muss ganz, ganz, ganz extrem beschnitten werden. Und auch das ist ein Thema, das müssen wir leider an die Öffentlichkeit zerren und diskutieren. Aber im Sparkassenfall sind es dann auch nochmal 18.000 Euro im Jahr oder so. Und dazu sagen, verzichte ich jetzt einfach drauf, weil ich es nicht kann. Vielen Dank, Frau Gaschke. Und nun hatte Frau Menge noch eine. Ja, wie wir die Zeit zurückholen können, die wir brauchen, um uns intensiv damit auseinanderzusetzen, dafür habe ich jetzt keine Idee. Wir haben einen Hochschulprofessor hier an der Uni, der das eng verknüpft mit der Diskussion unseres Wirtschaftswachstums, der das eng verknüpft mit der Frage danach, wie viel Arbeit braucht tatsächlich jeder Mensch pro Tag. Und
was müsste eigentlich ausreichen, um den einen Teil tatsächlich Lohnarbeit zu machen, den anderen Teil gesellschaftlich notwendige Arbeit. Die haben aber ein zweites Thema, also da habe ich jetzt noch keine Idee. Es hat, glaube ich, aber sehr viel damit zu tun, mit unserer Wirtschaftsweise und mit dem Anspruch, immer mehr und immer stärker und immer zeitaufwendiger und auch immer stärker gefordert in diesem System zu funktionieren. Sie haben aber auch gefragt, wie kann denn eine Partei es hinkriegen, dass sie themenspezifisch arbeitet? Ich erlebe das so, dass man das gut kann. Wir haben eine gute Arbeitsgemeinschaft in Oldenburg, zumindest in der ich bin, die sich mit solchen Fragestellungen auseinandersetzt. Da kommen zunehmend Menschen, die einfach mal reingucken und wissen wollen, wie arbeitet ihr? Die haben irgendein diffuses Interesse oder ein ganz spezielles Interesse, bleiben und kommen das nächste Mal wieder oder nicht. Und ich glaube, das ist auch ein gutes Angebot, was eine Partei machen kann, wenn sie den gesellschaftlichen Querschnitt abbilden soll, was ja schon sehr schwierig ist, dann, also schwierig deshalb, weil wir die gesellschaftlichen Verhältnisse haben, wie wir sie haben. Wenn eine alleinerziehende Mutter, die vielleicht 3 Billigjobs haben muss, um ihren Lebensunterhalt zu finanzieren, die wird nicht abends noch freudestrahlend zu einer Partei rennen und sagen, ich habe jetzt auch noch 2 Stunden Zeit, hier mit zuzuhören und mitzuentwickeln und mich vielleicht sogar aufstellen zu lassen, obwohl es notwendig wäre, um die Problematik, der sie ausgesetzt ist, um das Sozialsystem an sich deutlich zu machen, an welchen Ecken und Kanten es hakt. Aber wenn ich Frauen, die da auch tatsächlich drin hängen mit ganz starken Problemen, ob das Hartz IV ist, ob das das Jobcenter ist, dann denke ich immer, Mensch, tut euch zusammen und wenn ihr dann auch vielleicht mal herkommt und wir darüber reden, dann kann das ja vielleicht funktionieren. Das funktioniert so, aber anscheinend nicht. Da ist auch eine Partei aufgefordert, noch viel genauer hinzugucken. Das setzt vielleicht auch voraus, dass ich Themen benenne, dass ich mir frühzeitig überlege, was können wir wuppen im kommenden Jahr zum Beispiel. Man kann ja einen Plan machen mit Schwerpunktthemen und kann sich darauf konzentrieren. Man muss seinen Menschen auch nicht ausbeuten mit zusätzlichen Aufgaben und mit zusätzlichen Forderungen, sondern man kann sich spezialisieren, würde ich es nicht nennen, aber man kann sich einschränken, um das hinzukriegen und um es auch gut hinzukriegen. Frau Gaschke hat im Buch geschrieben, dass sie einen Platz übernommen hat, wo der Terminkalender so voll war, ihres Vorgängers, dass sie sich gefragt hat, bei so einem vollen Terminkalender, wann kommt dieser Mensch denn überhaupt noch dazu, bei seiner Familie zu sein oder zu lesen? Und das ist natürlich ein Manko. Wenn ich mich nur zuballere mit Terminen und dann irgendeine Banalität von jedem Termin mitnehme und nach 10 Jahren sozialisiert bin in dieser Banalität, dann fehlt mir etwas und dann fehlt mir das Grundwissen und dann fehlt mir die Auseinandersetzung mit Texten, mit Aussagen, mit Forderungen, mit Statements, Theorien, was weiß ich. Und das gehört unbedingt dazu. Dafür brauche ich Zeit. Wenn ich die normalerweise nicht habe, dann muss ich sie mir holen. Ich muss kappen. Ganz generell zur Politik. Dann hat Frau Bodefeld das Schlusswort. Ja, das wollte ich jetzt natürlich nicht, aber ich möchte das nochmal kommentieren, weil das jetzt doch uns ein bisschen pessimistisch in die Zukunft blicken lässt. Das möchte ich, glaube ich, gerne nochmal relativieren. Ja, gut, okay. Das ist natürlich ein guter Vorschlag, da wirklich auch diese Zeit im Auge zu halten. Ich glaube auch, das ist was uns weiter begleitet. Ich möchte nur noch einmal so ein bisschen mit überlegen, und da habe ich viele Elemente jetzt auch gehört, was ist gute Politik und wie kommen wir dahin? Zeitdisziplin ist das eine, Regeln, dass eben das auch eingehalten wird, wie das eben schon gesagt wird. Das andere ist auch öffentlich streiten, eben auch dafür einstehen und eben auch sehr authentisch sozusagen immer wieder sagen, was auch dazugehört. Da fällt mir eine Sache ein, das ist dieses Wort Recht auf Rechtfertigung. Das heißt, die Politikerinnen und Politiker, und das machen eben auch zunehmend viele, die stehen, glaube ich, im Wort, das, was sie vertreten, auch zu verkaufen und das im Zweifelsfall auch erklären zu müssen, bis ins letzte Glied, also auch die Fach- und Sachzusammenhänge deutlich zu machen. Und das ist, glaube ich, ein Anspruch, den wir als Bürgerinnen und Bürger an die Politik haben müssen, dass uns das geboten wird, dass wenn wir nachfragen, wenn wir kritisch nachfragen, gerade weil wir aufgeklärt sind, gerade weil die Welt komplex ist, dass wir, und jetzt werde ich einfach normativ, dass wir das zu erwarten haben, dass uns das erklärt wird, auch wenn es unangenehm ist und auch wenn uns dann politische Entscheidungen sozusagen plötzlich aufleuchten, auf die wir vielleicht zunächst nicht gekommen sind oder die vielleicht mit unserem normativen Verständnis nicht in Einklang zu bringen sind. Vielen Dank für alles. Ich habe jetzt gerade diese Zeitdisziplin aus dem
aus der Hand gegeben, aber ich möchte trotzdem pünktlich Schluss machen. Die Veranstalter wollten ja nicht gerne den Eindruck vermitteln, dass Politik keinen Spaß macht. Ich habe selbst heute Abend drei Frauen kennengelernt, die mit denen man bestimmt mit sehr viel Spaß und mit sehr reizvollen Tätigkeiten Politik machen kann, weil sie einfach so drauf sind. Das finde ich ganz ermutigend und vielleicht ist es ja bei dem einen oder anderen oder bei der einen oder anderen auch so angekommen. Ich denke, wenn wir jetzt hier das Podium schließen, dann heißt das nicht, dass Sie jetzt alle nach Hause gehen müssen. Frau Gaschke hatte ja vorhin noch 4 Stunden Seminar angekündigt über Gewerbesteuer. Nein, Sie können ganz im Ernst, Sie können wahrscheinlich jetzt die 3 Podiumsteilnehmerinnen noch am Ärmel zupfen und sagen, ich hätte da noch eine Frage, eine Anregung, etwas, was ich noch klären möchte. Ich bedanke mich sehr herzlich, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, guten Heimweg und Ihnen natürlich auch allen. Tschüss.